So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Wir haben ja schon genug Leute hier. Ich hoffe, alle können was sehen. Ich muss ein bisschen lauter sprechen. Ja, ich muss lauter sprechen. Kommt das da hinten an, ja? Es gibt auch hier Plätze, ne? Also ich kann auch so. Okay. Sonst hier vorne ist noch ein Platz frei. Ja, also erstmal herzlich willkommen zu dem Python-Meeting Düsseldorf im neuen Jahr 2019. Also erstmal ein frohes neues Jahr. Ne, allen, die hier schon öfters hinkommen, alle, die neu gekommen sind, ist sehr schön, euch hier zu sehen. Wir freuen uns immer, wenn halt Neuzugänge da sind, deswegen mache ich auch immer diese Einleitung. Für die anderen ist es ein bisschen langweilig, weil es immer das Gleiche ist. Ein paar Worte zu Charlie und mir. Ich bin, also da vorne ist Charlie, es ist einer von den, wir sind die beiden Organisatoren von diesem Meeting. Ich habe eine Firma, wir machen ganz viel in Python, wir machen Python-Projekte. Ich bin auch ganz viel mit der PSF unterwegs und mit der EuroPython Society unterwegs. Im Moment bin ich der EuroPython Chair. Und Charlie ist ganz viel in dem CMS-Bereich unterwegs, ist aber auch vor allen Dingen jetzt der... Eigentlich kann ich Co-Maintainer das Spiel da rausnehmen, ne? Jetzt bist du der Maintainer von OpenPixel. Ich bin also Hauptentwickler, ja. OpenPixel wird da sicherlich dann nachher auch ein bisschen was dazu sagen. Warum machen wir das hier? Weil wir halt, wir wollten ein bisschen Community Building machen hier in Düsseldorf. Wir hatten das früher schon mal gestartet in der Kneipe, das hat nicht gut funktioniert. Dann haben wir uns entschieden, halt immer solche Räume anzumieten hier und das dann in einem besseren Setting zu machen, wo man halt besser dann auch solche Vorträge machen kann. Der Hauptgrund ist aber, dass wir halt, wir wollen halt Spaß haben. Also es ist jetzt keine Lehrveranstaltung hier, es ist auch nicht irgendwie was Hochoffizielles. Wenn jemand Fragen hat, dann kann man die einfach stellen, da braucht man nicht irgendwie da zum Beispiel zu warten, bis der Vortrag zu Ende ist. Auch auf Englisch? Wir können auch auf Englisch reden, also ist gar kein Problem, wenn jemand das nicht, wenn jemand mit Deutsch dann nicht gut unterwegs ist. Wir können auch Vorträge in Englisch annehmen, ist gar kein Problem. Jeder kann einen Vortrag halten, der hier dabei ist. Einfach nur kurz vorher Bescheid sagen, den Titel nennen und dann können wir das mit auf die Agenda nehmen. Wir sind da also ziemlich offen bei der ganzen Geschichte. Wir machen das immer so, dass wir erst dieses Treffen haben und danach gehen wir dann in ein Restaurant. Ja, da kann man sich nochmal näher unterhalten, nochmal irgendwie was vertiefen, nochmal vielleicht ein paar Fragen stellen. Da hat der Charlie was reserviert für uns heute bei dem Lupo. Das ist hier ein Stückchen raus. Das kann man sehen. So, das ist in die Richtung, genau, ja. Und da gibt es leckere Pizza. Ne? Ist nicht verpflichtend, jeder kann halt, also jeder, der möchte, kann mitkommen. Dann gibt es ein paar Neuigkeiten. Der nächste Termin ist am 10. April. Das ist schon reserviert hier. Dann kann ich kurz fragen, wer würde gerne erst mitkommen, hat noch nicht Bescheid gegeben? Okay, dann sind wir in Ordnung. Ja, ist okay. Wir sind alles mit den Namen. So, dann einige haben Stasche für die Leute, die geschrieben haben, dass sie nicht kommen. Das ist immer sehr hilfreich. Dann werden wir wieder ein Sprint veranstalten. Oder Hackathon, wie man das manchmal auch nennt. Wahrscheinlich im April, Mai bei Trivago in Hafen jetzt. Früher war das ja im Norden von Düsseldorf. Wer weiß nicht, was ein Sprint ist? Oder ein Hackathon? Alle wissen Bescheid, sehr gut. Die meiste Kommunikation, die wir so machen, also früher war es meistens die Mailingliste, auf der wir uns unterhalten haben. Heute sind wir ein bisschen moderner, machen alles auf Telegram. Wie sagt man, URL kann man nicht sagen, aber der Name von der Telegram-Gruppe ist PyDDF. Und das ist eine öffentliche Gruppe, kann also jeder Mitglied werden und dann da chatten. Dann habe ich wieder die Termine rund um Python zusammengestellt. Die ganzen Daten, für die es nicht wissen, die sind auch verfügbar auf pycon.org. Da kann man hingehen, da gibt es einen Kalender, den kann man auch abonnieren. Da kriegt man dann diese ganzen Einträge direkt in seinen Kalender angezeigt. Wie man sieht, ist relativ viel los in nächster Zeit. In den letzten Monaten war ein bisschen weniger los. Da gab es halt November, Dezember gibt es nicht so wahnsinnig viel. Die nächste große Sache, die kommt, ist die FOSDEM in Brüssel, in Belgien. Ist jetzt am ersten Wochenende im Februar. Kann ich jedem nur empfehlen, der noch nicht da war. Ist eine riesengroße Konferenz. Findet dort in der Uni statt. Eintritt ist umsonst. Also man muss wirklich sich nur darum kümmern, dass man da hinkommt und dann halt vielleicht übernachtet, wenn man da über Nacht bleiben will.
Die Konferenz ist 2 Tage. Am Sonntag ist der Python Dev Room dort auf. Das heißt, da findet also eine ganze Vortragsreihe über Python statt. Aber an den anderen Tagen ist natürlich auch jede Menge los, wo man dann auch andere Programmiersprachen sich angucken kann oder andere Themen dann abgedeckt werden. Insgesamt ist das eine sehr, sag mal, das ist eine Konferenz, wo man auch so richtig diese Aufbruchsstimmung fühlt. Ja, das ist sehr schön. Also ich finde, das hat man bei vielen Konferenzen nicht so. Wenn man dorthin kommt, dann merkt man so richtig, Mensch, hier geht was. Also, du hattest eine Frage da hinten? Ja, Python Camp Cologne ist, glaube ich, im April. Oh ja, nee, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe auf der Website geschaut, 13. April ist es. Nee, muss 13. April sein. Hast du recht, wird gleich geändert. Moment. Das steht auch schon an der richtigen Stelle. Das ist nur das falsche Datum. Genau, das wollte ich auch erwähnen. Für Leute, die halt hier in der Gegend sind. Das Python Camp in Köln ist eine wunderbare Sache und dieses Mal findet es tatsächlich dann auch mal wieder zu einem Termin statt, der nicht in den Ferien liegt, sodass man also dann, wenn man halt jetzt in den Ferien halt weg muss wegen der Kinder, dann kann man also dann halt hier trotzdem mal hingehen. Lohnt sich auf jeden Fall, ist auch 2 Tage lang. Kostet auch nichts, es wird rein von Sponsoren da alles bezahlt. Und das Schöne am Python Camp ist, man geht dahin, man kann selbst Vorträge halten. Also das ganze Python Camp ist also komplett dynamisch. Die Leute, die hinkommen, die halten dann auch die Vorträge. Es gibt kein Programm, das vorher zusammengestellt wird, sondern es wird alles spontan da auf dem Python Camp dann geregelt. Ja, dann haben wir im April das Python Meeting, dann gibt es die 2 großen Veranstaltungen, dann im Mai und im Juli, das ist einmal die PyCon US in Amerika, das ist die riesen Python-Konferenz mit über 3000 Leuten und dann gibt es die kleinere Version, das ist die EuroPython, im Juli in Basel, da kommen meistens so um die, weiß nicht, 1200 bis 1400 Leute hin. Ja, wie gesagt, das Ganze auf PyCon.org und das, da gibt es dann auch, kann man sich auch eine Karte denn sich angucken, wo die ganzen Events drauf sind, damit man mal so sieht, was so los ist. Das ist so ein aktueller Screenshot davon. Diese ganzen blauen Sachen sind alles lokale Events und diese ganzen orangen Sachen sind größere Events. Man sieht also, dass Python ziemlich gut unterwegs ist in Europa. Es wird immer mehr. So, dann ein paar Sachen zur Vernetzung hier. Wie schon gesagt, Telegram machen wir ganz viel. Es gibt aber auch Mailinglisten. Die ganzen URLs alle auf der Webseite. Vorträge haben wir ganz gern, wenn die hochgeladen werden auf GitHub, also einfach einen Pull-Request machen und dann die Sachen da hochladen. Wir nehmen auch Videos auf und die landen dann bei mir im Archiv, bis ich dann irgendwann mal zum Schneiden komme. Ich habe jetzt aber, nachdem jetzt auf Telegram wieder diese Diskussion anfing, habe ich jetzt mir überlegt, dass ich das jetzt in Zukunft so machen werde, die in einem Stück einfach nur noch zu schneiden. Das heißt, das komplette Meeting als ein Video hochladen und dann halt Links da rein setze. Ich glaube, dass ich dann damit dann auch tatsächlich das mal hinkriege, die dann auch wirklich online zu kriegen und schneller online zu kriegen. Wenn jemand einen Vortrag halten will und das nicht auf YouTube haben möchte, dann einfach nur Bescheid sagen. Das markiere ich dann und dann kommt es halt nicht dahin. So, Wunschzettel. Das ist etwas für Leute, die halt nicht unbedingt einen Vortrag selbst halten wollen, aber interessiert sind an einem Thema. Es ist immer gut zu wissen, welches Interesse so da ist in der Gruppe. Manchmal ist es für Leute, die halt was wissen, nicht unbedingt klar, dass den anderen das vielleicht interessieren würde. Und dann macht es halt Sinn, halt das einfach mal publik zu machen. Einfach auf Telegram schreiben, kann ich jemand was dazu erzählen und dann ist das recht wahrscheinlich, dass sich irgendjemand findet, der was dazu erzählen kann. Und beim nächsten Meeting können wir das dann als Vortrag machen. Genauso geht es mit den Sprints. Also wenn da jemand ein Thema vorschlagen möchte, dann kann man das genauso machen. Noch 2 Slides, bevor ich dann hier fertig bin, zu den Organisationen, die es so gibt um Python herum. Das ist einmal die EPS, das ist die EuroPython Society. Die ist hier in Europa aktiv, um Python zu unterstützen. Und dann gibt es die PSF, die Python Software Foundation in Amerika, die macht das Ganze weltweit. Ist dann auch dementsprechend größer. Bei beiden ist es so, dass man kostenlos Mitglied werden kann. Natürlich kann man auch mitarbeiten, mithelfen, die ganzen Sachen zu organisieren. Die PSF, die macht die PyCon US und die EuroPython Society macht EuroPython. Ja, und das ist es dann eigentlich auch schon. So sieht die Agenda aus, wenn sie denn jetzt mal kommen würde. Da. Das ist die Agenda für heute. Der Detlef hatte
mehr oder weniger abgesagt. Vielleicht kommt er noch. Der hatte noch ein anderes Treffen, das sich ein bisschen verzögert. Falls er noch kommt, kann er den Vortrag halten. Falls nicht, dann schieben wir das auf nächstes Mal. So, und ist der Ulf schon hier? Nee, ist noch nicht da. Ja, Charlie, dann machst du am besten den ersten. Ja. Ich habe noch einen kleinen Lightning Talk, der steht hier nicht drauf. Der dauert aber nur 5 Minuten, das geht dann ganz schnell, kann man dazwischen schieben. Gibt es Fragen dazu? Frage könnt ihr das Umreichen unterschreiben? Ja. Ja. So, ich habe in 2015 schon hier und auf der PyCon UK in Cardiff einen Vortrag über Performance gehalten. Und da war die Zeit, der war der Titel The Art of Doing Performance, The Art of Doing Nothing. Und da ist der Ulf. Ja, du wolltest, weil es mit der Show angefangen hat. Sorry, das ist der früh, muss ich mal sagen. Marc-André hat es angekündigt, ich arbeite mit OpenPixel, und das ist immer ganz gut, wenn man eine Bibliothek und eine Applikation hat, kann man das nehmen und sagen, okay, hiermit kann ich gewisse Tests oder Benchmarks machen und durchführen, und wenn man verschiedene Versionen hat, kann man Ziele setzen oder einfach Vergleichsmöglichkeiten hat. Und da habe ich dann 2015, wie gesagt, die letzten Sachen gemacht. Seitdem waren wir mehr oder weniger nicht wirklich mit Performance beschäftigt. OpenPixel, wie gesagt, das ist meine Bibliothek, die ich mittlerweile betreue für die Verarbeitung von Excel-Dateien. Wer arbeitet mit Excel? Ne? Wer kennt meine Bibliothek? Wer nicht? Ja, glücklich, ne? Wenn man nichts mit Excel zu tun hat, ist man glücklich. Ist aber viel I.O., Daten transformieren von XML in Python und anderes zurück. Und hat auch ein API-Design. Das bedeutet, andere Leute nutzen mein Code. Das bedeutet, ich kann nicht immer jede Woche das Design einfach umstellen. Das bedeutet, dass ich dann, okay, das ist super schnell, dann schreibe ich alles neu, würde ich da viele Leute ärgern. So, eine kurze Agenda. Wie schnell ist schnell genug? Weil wenn etwas schnell genug ist, braucht man das nicht zu optimieren. Was ist Profiling? Das ist ein Ansatz, den man nutzen soll. Da die Vorträge, die ich damals 2015 gehalten habe, sind beide auf YouTube einsehbar. Ich werde einen Teil von den Sachen wiederholen, weil mit Sicherheit gibt es ein paar Leute, die zum Thema neu sind. Ins Detail kann man auch jederzeit gehen, aber ich würde empfehlen, vor allem die von hatte ich mehr Zeit da in Cardiff das zu machen, das würde ich empfehlen. So, wie profiliert man sein Code, wie man dann die Ergebnisse interpretieren und wie man Verbesserungen bewertet. So, dann schönen Satz, weil Performance wird sehr oft missverstanden. Das ist ein schöner Satz, das ist von einer britischen Comedy-Serie, wo es letztendlich, das ist der Kauderwelsch oder auch zu Englisch Gobbledygook, die man in vielen Meetings betrifft. The fact is that this is about identifying what we do best and finding more ways of doing less a bit better. Also die Serie W1A kann ich nur empfehlen. Das ist eine schöne Parodie über Management innerhalb der BBC. Und das ist, man kennt das. Ne? Also wir haben irgendeine Gruppe, eine Firma tritt sich zusammen und kommt, hat solche Ziele, werden festgesetzt. Aber da kann man auch solche Sachen über Performance finden. Ich fand letztes Jahr auf Europython in Edinburgh, da war ein Vortrag Performance, den ich sehr schlecht fand, weil es direkt Empfehlungen gemacht hat, ohne die Notwendigkeit überhaupt zu identifizieren, womit ich auch nicht einverstanden wäre. Also Performance Optimization nur, wenn man es muss. Und zuerst die Frage, ist mein Code schnell genug? Wofür wird es verwendet? Wie oft wird es verwendet?
wie lange braucht es zu laufen? Wie lange muss es laufen sein? Also für eine Bibliothek und wie meine hatten wir, gehe ich gleich rein, aber hatten wir den Fall, es könnte schneller sein. Leute setzen das ein, benutzen das, es könnte auch schneller sein. Aber wenn es etwas ist, das lokal läuft und einmal am Tag läuft, dann ist es oft ziemlich egal, ob es eine Sekunde dauert oder 20 Minuten. Wenn es so lange läuft und man andere Sachen machen kann, dann kann man es einfach machen. Das ist auch der Ansatz in Python ist eigentlich, dass die Funktionalität und das API stehen im Vordergrund, nicht unbedingt der Performance. Wenn alles schnell sein soll, würden wir vielleicht alles in C schreiben oder in Machine Code. Das machen wir nicht. Wir nutzen Python, weil wir die Flexibilität und das Design zu schätzen wissen. Aber gut, das sind die ersten Fragen. Wenn man sagt, ja, das ist in Ordnung, dann ist die Lösung. Mach nichts. Geh zum nächsten Projekt. Mach deine Bibliothek, erweitere das. Mach, dass es neue Sachen macht, wo dann du anschließend optimieren musst. Das ist völlig okay. Ich erwarte von mir selber und von keinem anderen, dass der Code hochoptimiert ist. Es wird immer mehr von den Rechnern, die Rechner werden immer schneller, das ist die beste Lösung überhaupt. Und so, okay, mein Rechner kann schneller und ich kann das verteilen. Andere Sachen werden schnell, aber wenn ich das nicht schneller machen muss, dann ist das okay. So, dann natürlich kommt der Fall, dass jemand schreibt, hör mal, ich liebe deine Bibliothek, aber die ist verdammt langsam. Natürlich ist Open Source, die könnten mir einen Patch schicken, die könnten einen Pull Request machen und alles ist 10-mal schneller. Das passiert selten. Manchmal kriegt man schöne Pull Requests, manchmal sind die Leute entsetzt, weil ich die ziemlich schroff ablehne, weil die eine Funktionalität oder etwas einbauen wollen, die ohne Hirn und Verstand ist oder nur ihre Lösung, ihre Problem löst und nichts anderes. Aber natürlich, der Ansatz ist, dass die Performance okay. Konkret, das kommt von Marc-André damals, als wir unsere erste Treffen oder das Bibliotheken hatte. Er hat die Bankleitzahlen für die IBANs hat er von der Bundesbank runtergeladen und wollte die umwandeln. Er wollte irgendwas damit machen. Und hat gesagt, ja, das war ziemlich langsam. Also ich habe damals, ich war relativ neu in der Bibliothek, habe mir angeguckt und das war, ich meine, 17.000 oder 70.000 Zeilen. Und da sieht man, also es hat etliche Minuten gedauert, um diese Datei einzulesen und zu verarbeiten. Im Grunde lief das nur einmal, aber es war ein präzisen Grund. Hier habe ich eine Datei, damit kann ich meine Tests, Testcase bauen und kann analysieren, ob ich schneller machen kann. So, wir hatten aber von der, was ist das? Zwischen Version 1.8 und 2.0 konnten wir die Performance um so viel schneller machen, dass eigentlich, ne, also von 490 auf 7 Sekunden für diesen Fall ist das ausreichend. Also da ist, ja, es ist fast hundertfach mal so schnell, muss ich nicht wirklich machen. Also dann sage ich Stopp, Job done, nichts machen, auf zum nächsten Problem. Und ich hatte mehr als genug in der Bibliothek, die ich mal machen wollte. Das ist wirklich das Ziel, das man haben soll, eigentlich nicht viel Zeit mit Optimierung zu verbringen. Es sind Spezialisten, die das in der Compiler machen, auch in Python. Die Chips und alles und die Bibliotheken, die man einsetzt, das sind Leute, die sich darum kümmern. Man soll selber nicht so viel Zeit mit Optimierung aufhalten, weil da kann man ohne Probleme Stunden, Tage damit verbringen, um 0,5% oder so rauszukitzeln. Und die Zeit ist mit Python in der Regel besser für andere Sachen einzusetzen. Ich würde auch sagen, das ist ein Hinweis, weil ich habe gesagt, oft sind viele Sachen über Python Performance Optimizations geschrieben, die ich kontraproduktiv halte. Aus meiner Sicht, schneller Code ist oft leichter zu lesen und zu warten als vermeintliche Optimierung. Daher, wenn man sagt, okay, ich habe ein Problem, nicht den erstbestmöglichen Optimierungsvorschlag einfach so reinsetzen, es wird wahrscheinlich nichts bringen. Aber auch mit
mit der Optimierung, die wir, ich dann in 2015 gemacht haben, kann man sehen, ich habe eine Datei bekommen, habe mir reingeschickt, es ist eine relativ große Excel-Datei, ungefähr 45 MB Excel-Datei. Und da sieht man einfach die verschiedenen Ladezeiten dieser Datei in verschiedenen OpenPixel-Versionen damals, damit es voll im Speicher vorliegt. Und das ist wichtig, weil das ist, OpenPixel ist im Vergleich zu anderen Sachen, also Excel Read ist eine andere Bibliothek und Excel selber nutzt relativ viel Speicher. Das habe ich optimiert. Da sieht man, aber dann ist auch eine Korrelation da mit Speicherverbrauch. Und dann sieht das OpenPixel, okay, irgendwie besser geworden, ist auch schneller geworden, aber im Vergleich zu anderen Bibliotheken oder Excel selber ist der Speicherverbrauch relativ hoch. Ich hätte bis zu diesem Zeitpunkt nie so eine große Datei gefunden, gesehen. Ich weiß nicht, wüsste nicht, warum Leute so viele große Excel-Dateien einsetzen würden, aber das machen die. Das gibt's viel. So, und das habe ich dann gesagt, okay, mit 2.4 bin ich ziemlich zufrieden, was die Performance angeht. Da habe ich auch ein Refactoring gemacht, da ist mein Code auch wartbarer geworden. Ich habe da, das sieht man in dem Vortrag 2015, gerade die Optimierung, unser Read-Only-Mode, da war viel Spaghetti-Code, der war schwierig zu warten und zu optimieren. Weil ich diese Datei habe, jemand geschrieben, hat irgendwas mit Pepsi zu tun, weiß ich nicht, irgendwas Verkäufer, also ich bin ja kein BWLer, ich verstehe die Daten nicht wirklich, die drin sind, aber ich kann die nutzen. Es ist sehr schön, weil es eine Datei ist, die jemand ans geschrieben hat, das heißt, es ist reale Daten. Und das ist mein Anspruch, zu sagen, ich will die Performance von OpenPixel irgendwann Richtung Excel Read bringen, damit die Leute keinen Grund haben, diese Sachen zu nutzen, um mit Excel-Dateien zu arbeiten. Gut, der Excel ist ein Frontend, das ist ein super Frontend für Excel-Dateien. Aber ich wüsste schon das, weil das bedeutet, das ist die Speicher, da sieht man, also die grüne Linie ist der Speicherverbrauch, man sieht, dass der so viel höher ist. Und ich weiß, das bedeutet, anpacken, ein Kernteil von der Bibliothek, wie wir mit Zeilenobjekten arbeiten. Also wir halten die alle im Speicher und die sind einfach auch mit Slots, also mit den Optimierungsmöglichkeiten, die wir in Python haben, die belegen relativ viel Speicher. Das kann ich nicht von heute auf morgen machen, vor allem nicht, weil wir haben in OpenPixel 3 Modi. Wir haben einfach der Standard, da wird ein Arbeitsbuch im Speicher aufgebaut. Dann haben wir zwei Optimierungen für diese fetten Dateien. Wir haben die Read-Only-Modus. Dann werden nur die Zellen gelesen aus den Teilen, aus den verschiedenen Arbeitsblättern, die man dann braucht. Das bedeutet, dass der Speicherverbrauch da sehr gering ist. Und wir haben Write-Only-Modus. Und da werden nur die Zeilen geschrieben, die man gerade bearbeitet. Da wird auch der Speicher optimiert. Bedeutet aber, wenn ich anfange, jetzt hier und da eine Optimierung vorzunehmen, muss ich gegebenenfalls das in drei Teilen tun. Das ist fehleranfällig, das ist auch langweilig zum Teil und ist mehr Arbeit. Hi. Hallo. Entschuldigung. Bitte, nimm doch einfach Platz, da ist er. Danke. Ja. Das heißt, okay, dann habe ich gesagt, wenn ich mal so weit bin, wenn ich mir das mal mitwinde. Andere Sachen haben Vorgang. Ich habe in der Zwischenzeit die ganze Styles verbessert, Unterstützung für Charts, für Grafiken verbessert. Das machen wir wichtiger. So, jetzt kann man aber etwas für nichts verlau bekommen. Und das ist oft, indem man die Python-Bibliothek, die Python-Version wechselt. Da sind grün ist, also im Vergleich, also das sind Werte, die mittlerweile habe ich auch in der Dokumentation. Eine Seite über Performance, dann kann man auch die Benchmarks lesen. Da sieht man nicht so wunderbar, aber schon, dass zumindest zwischen Python 2.7 und 3.7 Python schneller geworden ist. Bis jetzt gab es keinen Performance-Grund von Python 2 auf Python 3 zu wechseln. Mittlerweile mit Python 3.7, auch wenn der Startzeit und, glaube ich, der Speicherverbrauch ein bisschen höher ist, 3.7, fängt es an, auch ein bisschen schneller zu werden.
das sind hier für diesen Sachen ein paar, also eine Sekunde oder zwei. Je nachdem, was man macht, könnte auch mehr sein. Also das ist, ne, also ist man mit einer älteren Version von Python 3.4 und wir wissen, früher zumindest in Python waren die Nutzer nicht bereit, sehr schnell die Versionen zu wechseln. Mit gutem Grund, wenn ich etwas im Betrieb habe, wenn ich Versionswechsel vornehmen will, muss ich einen Grund haben, warum ich das tue. Gerade der Wechsel von Python 2 auf Python 3 ist ein sehr großer Grund. Leute haben gesagt, ich muss Sachen ändern und es wird nicht mal schneller, warum sollen wir das tun? Okay, so, wenn man denkt, dass man etwas optimieren muss, muss man es profilieren. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Das heißt, dass man eigentlich den Code analysiert, anguckt, wo sind die Flaschenhälse. Und da vermutet man nicht. Man einfach sagt, okay, es sind Werkzeuge, die das uns erlauben, das zu tun, die dann relativ einfach zu benutzen. Und dann kann man sagen, okay, ich dachte, ich könnte, ich könnte das schnell machen, wenn ich da inline machen, gar keine Vermutung anstellen, das bringt es nicht. Immer einfach ein bisschen Zeit nehmen, das anzugucken. Dann kann man die langsamen Stellen identifizieren und vielleicht Lösungsansätze finden. Die beste Lösungsansatz ist, etwas nicht zu tun. Wenn es langsam ist, guck, ob man das gar nicht machen muss. Okay, es ist in Python sehr einfach, einen Programmlauf zu profilieren mit dem C-Profile-Modul. Also da übergibt man letztendlich dieses Modul als String, eine Funktion und sagt ihm, wie er das sortieren soll. Da kann man sehr leicht einfach, okay, zum Beispiel die paar Zeilen, die ich brauche, ein Arbeitsbuch in OpenPixel zu lesen, kann ich dann als Funktion definieren und kann ich direkt dann aufrufen. Dann kriegt man sowas zurück. Also wenn man das in OpenPixel macht, hat diese Dings tausende an Einträge. Da sind alle die von einer Auswertung, weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Ich glaube, das ist 494. Das ist ein Profiling-Modus. Das bedeutet, der Profile hat einen gewissen Overhead, dass die Zeit, die dies braucht zum Laufen, ungefähr doppelt so lang ist, als wenn es normal läuft. Aber da werden einfach die Anzahl der Aufrufe und die Zeit, die werden hier sortiert nach der gesamten Zeit in eine Funktion oder Methode. So. Und das geht bis auf ungefähr alle, die mehr als eine Sekunde dauern in diesem Fall, weil ich weiß, alles, was unter einer Sekunde in Gesamtzeit dauert, wenn ich das optimiere, das wird kaum auffallen. Da muss man irgendwo sagen, da ist die Linie, alles, was drunter ist, werde ich nicht mehr angucken. Ich habe hier ein paar jetzt hervorgehoben, ein paar Funktionen, worauf ich gar keinen Einfluss habe. Das ist in diesem Fall, weil wir lesen eine XML-Datei mit Elementary, System Python und da verbringen wir viel Zeit drin und ich kann nichts dafür. Ich muss hoffen, dass Python das irgendwann optimiert. Ich habe vergessen, wer die Optimierung da geschrieben hat. Hatte ich neulich aber in Telegram einen Link dazu gepostet, sein Blog, weil er eigentlich ein bisschen darüber geschrieben, wie er das macht. Das ist Elementary. Und da sind natürlich, also wie gesagt, 150 Sekunden und sind locker über 40 Sekunden davon gehen in der Bibliothek, worauf ich keinen Einfluss habe. Kann ich ignorieren, kann ich nichts machen. Andere Stellen schon, ich habe hier hervorgehoben, einige Funktionen, Methoden, die wir sehr oft aufrufen und die auch viel Zeit verbringen. Die sind, also Koordinaten vom String, wir müssen eine extra Koordinat A1 bis was auch immer, 16, also man kann in Excel 16.384 Spalten haben, bis zu 1 Million Zeilen. Und es sind die Spalten, die Zeit brauchen zu konvertieren. Es gibt die Möglichkeit auch in der Spezifikation, dass man R1 oder C1 verbringt, aber die Umwandlung von AAA in was auch immer das ist,
kostet nicht viel Zeit, es ist das Parsing. Nebenregulären Ausdrücken. Also daher haben wir eine Funktion, die das macht, geordnet vom String. Der ersetzt wiederum Match ein von Rejects. Nicht eine Search, das ist was anderes. Ein Koordinate-Tuple wird auch aufgerufen. Also da haben wir ungefähr über 10 Sekunden in diesem Lauf. Das ist etwas, wenn ich das optimieren kann, dann kriege ich was dafür, weil ich so oft das benutze. Wie haben wir das? Also wir haben in diesem Aufruf, das ist 5,7 Millionen Mal wird das aufgerufen. Das heißt, auch wenn die einzelnen Aufrufe niedrig sind, das ist sehr schnell, habe ich was davon. Dann habe ich noch Number Format. Excel ist typisiert bis auf Daten, Datumsobjekte und Zeit. Die werden aus seriellen Werten serialisiert. Das heißt, 1 ist 1. Januar. Ich vergesse es. Kommt drauf an, gibt es 2. Ja, das weiß ich. Die Implementierung ist auch fehlerbehaftet, das muss man korrigieren, weil ich glaube, der Epoch ist der 30. Dezember 1899. Aber Excel kann eigentlich dieses Wert nicht richtig hergeben. Die Typisierung läuft über das Format. Das bedeutet, um zu wissen, ob ich ein Datum habe, muss ich erstmal das Format überprüfen und dann entscheiden. Ich habe schon die Woche oder letzte Woche mit einem diskutiert über ein Pull Request. Dass man dies optional machen soll oder wie auch immer, weil es gibt hier Begrenzung von 0 BC auf Ende 9999. Aber das ist abgesehen. Aber ich mache das bei jedem Zahlen, das ist ineffizient. Ich muss immer prüfen und ich muss dann auch das Format prüfen, ob das ein Datum ist. Es gibt keine Typisierung. Beziehungsweise die Spezifikation erlaubt schon die Verwendung von ISO Datumsobjekte, aber keine Sau verwendet. OpenPixel unterstützt es. Und man muss auch das Format mitgeben. Also gibt es die Möglichkeit, the flag is isodates gleich true, und dann kann man sehr sicher sein, dass die Werte vernünftig wiedergegeben werden. Mittlerweile auch die Unterstützung in Excel ist gut und sie ist in LibreOffice auch gegeben. Man weiß nicht, wie es an OpenOffice ist. Eine Weile lang konnten die anderen Pakete das nicht benutzen. Aus meiner Sicht sollte jede Bibliothek dies machen, weil es vermeidet diese Geschichte. So, was haben wir da noch? Und ich habe auch Cast Number. Das bedeutet, ich habe natürlich XML, alles ist ein String. Wenn etwas 1 oder 1.5 ist, muss ich das angucken und gucken, ob das... dass ich das umwandeln soll in einem Zahl in Python. Okay. Ups. Ganz kurz. Mit Profiling kann man das auch, man kann das alles direkt angucken, man kann das aber auch in ein Format übergeben, die man dann auch laden kann und angucken kann. Ja, dann sagt man, okay, gib das einen Namen, dann kann man mit PSTAS das lesen und kann man ziemlich genau angucken, da kann man auch Statistiken darüber fahren. Man kann sagen, okay, ich finde dieses, also damals war es wichtig, habe ich da mich mit meinem Fall beschäftigt, wie wir unterscheiden, wir entscheiden in Python, wie wir mit bestimmten Python-Typen umgehen. Das ist manchmal sehr hilfreich, wenn man sagt, Mensch, ich weiß, ich habe diese Funktion, die wird 400.000 Mal aufgerufen, aber ich weiß nicht, wo das in meinem Code passiert. Vielleicht ist das in einer Standard-Bibliothek. Aber das kann man machen. So, und dann ganz wichtige Regeln, glaube ich, jemand, der irgendwie eine Lehre gemacht hat, einen Schreiner oder sonst was wissen, oder auch einen Schneider. Bevor man was anschneidet, sollte man zweimal messen, um sicher zu sein, dass man nicht das Falsche gemacht hat. Also immer, ich bin ja kein Handwerker, ich bin ja Katastrophe. Ich habe es geschafft, zweimal durch Kabeln durchzubohren. Aber das ist der Ansatz auch bei Programmierung. Immer messen, bevor man was umsetzt. Und dann zurückzukommen, wenn man auch die Sachen, die ich vielleicht jetzt sage, was ich gemacht habe, setze nicht ein, wenn die nicht für deinen Fall was bringen. Wenn du die nicht verstehst und wenn du die nicht brauchst, dann hast du nichts davon. Daher immer die Tests haben, für das, was man anpacken will. Wenn man keine Tests hat, wird man sicherlich Anpassungen vornehmen und
Es wird Fehler geben. Das ist sicher. Wenn man das, die Tests nicht hat, wird man, und ich musste in die aktuelle Version, musste ziemlich viel umstellen. Ich war sehr froh, dass ich die Tests habe. Das deckt nicht alles ab, aber das meiste. Daher Tests. Zurück zu meiner Aussage, dass schneller Code oft wartbarer Code ist. Wenn etwas Spaghetti ist, dann kann man davon ausgehen, dass die Testabdeckung dafür nicht besonders gut ist. Wenn man das in kleineren Funktionen, Methoden auslagern kann, ist das wahrscheinlich einfacher zu testen und ich behaupte, wahrscheinlich schneller. First, die einzige Regel. Was du nicht aufrufst, ist immer schneller, als was du aufrufst. Was du nicht erzeugst, ist immer kleiner, als was du erzeugst. Das ist wie man... Ja. Hi. Zweifel? Ja. Entschuldigung, ich bin verspätet. Okay. Das muss man in Python immer im Kopf halten. Wenn man sagt, das ist ein bisschen langsam. Was ich nicht tue, ist immer schneller, als was ich tue. Ja, Grundregel, Banalität. Aber das ist der Leitfaden. Hier ist auch noch ein Stuhl. Hier vorne. Und Speicherverbrauch in Python ist ein Thema. Python ist dynamisch, Python-Objekte auch mit Slots sind im Vergleich zu kleineren Objekten wie Zahlen relativ speicherhungrig. Das heißt, ich empfehle die immer einzusetzen, objektorientierte Programmierung ist ein sehr guter Ansatz. Wenn man irgend so einen Flaschenhals hat, gerade in der Speicherverbrauch, das habe ich gezeigt, OpenPixel, also diese 54 MB Datei, die hatten wir, ich glaube, Python, OpenPixel 2.2.3 hatte einen Speicherverbrauch von etwa 4 GB, um diese Datei zu öffnen. Die ist mittlerweile zwischen 2 und 2,5 GB. Das ist schon ein guter Fortschritt, aber gegen Vergleich zu Excel, Excel kommt mit etwa 400 MB aus für diese Datei und da will ich auch hin. So, OpenPixel 2.6. Ich möchte meinen Speicherverbrauch künftig reduzieren. Ich weiß, wie ich das machen werde. Das heißt, ich werde eigentlich nur Cell-Objekte zur Verfügung stellen, wenn jemand möchte. Dafür werde ich, ja, verwende bereits in einem Arbeitsblatt ein Dictionary, um die ganzen Zellen zu speichern. Die Keys sind die Koordinaten mit einem Index. Von der Zelle. Ich werde das einfach auflösen, weil ich weiß, dass die meisten Zellen nur Werte haben und dann muss ich nicht eine Zelle instanzieren, der unbedingt Platz hat für Styles und andere Informationen und Comments. Und die kann ich dann auch Dictionaries speichern und Dictionaries sind, werden dann, also wenn alle Zellen Comments und Styles und die anderen Sachen haben können, dann werde ich mit mehreren Dictionaries nicht kompakter sein, als wir aktuell haben. Aber ich gehe davon aus, dass nicht mal 10% aller Daten nicht formatiert sind, bis auf Datensubjekte, weil ein Format da erforderlich ist für die Zusammenarbeit mit anderen Anwendungen und Bibliotheken. Um das hinzukommen, muss ich die verschiedenen Redundanzen in der Bibliothek auflösen, weil ich habe sonst mehr Arbeit, um die gleiche Funktionalität mit verschiedenen Implementierungen zu setzen. Das war mein Ziel dann für 2.6, weil ich hatte eigentlich mehr Funktionalität. Ich bin ziemlich zufrieden. Wir können Pivot-Tabellen unterstützen. Wir können Charts erstellen und lesen und Grafiken lesen. Also was die Bibliothek ist fertig, oder? Was wollt ihr noch mehr? Dann habe ich das angefangen, das zu machen, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und das war mein Ziel, dass der Code, das eine Arbeitsblatt liest, davon gibt es nur eine Variante und der Code, der ein Arbeitsblatt schreibt, davon gibt es mehr oder weniger nur eine Variante. Das habe ich mittlerweile jetzt so gut wie umgesetzt. Und wenn ich das umgesetzt habe, dann bin ich nicht mehr, da weiß ich, wenn ich hier eine Optimierung vornehme, dann funktioniert das, egal wie man die Bibliothek benutzt. Das macht es einfacher zu warten. Und das macht es auch schneller, Sachen zu machen. Ich habe diese Optimierung nicht eingeführt. Die waren relativ schnell gemacht, klar.
Aber die sind da. Ich habe gesagt, API darf ich nicht sofort verändern. Habe ich jetzt gemacht mit OpenText 2.6. Im letzten Vortrag letztes Jahr habe ich ein bisschen darüber gesprochen, wie ich mit Co-Routines am Context Manager das Code für das ein Arbeitsplatz schreibt, für beide Methoden, für beide Moden optimieren kann. Und ich habe im letzten Monat ging ich relativ schnell die Basis, der Code, ein Parser. Wir hatten früher zwei Parser im Standard-Mode und einen Parser im Read-Only-Mode. Und das habe ich jetzt zusammengeführt. Und dann konnte ich anfangen zu optimieren. So. Okay, ich habe vorhin gezeigt, was ich denke, was ich verändern kann. Nur kurz aufgeführt. Identifizieren, ob etwas ein Datum ist oder eine Zahl. Wie schnell die Koordinaten in Tupeln umgewandelt werden können. Wie schnell ich von Strings zu Zahlen kann. Und ich wollte dann anfangen zu gucken, okay, kann ich relativ leicht eine Values-Only-Option machen. Das ist dann zum Beispiel im Hinblick von Pandas oder so. Ich sage, okay, man kann natürlich mit Pandas from Excel das machen, aber mit OpenPixel hat man etwas mehr Kontrolle über was man lesen will. Wollte ich einführen, weil ich weiß, aha, da muss ich eventuell kein Objekt erzeugen, dann geht das schneller. Eine Frage stellen aus Neugier? Ja. Ich komme eher aus einer reinen Excel-Welt. Wenn ich das sehe, hier Coordinate Conversion A1.1.1. Es gibt ja intern auch die Z1S1 Darstellung. Ja, R1, Row1, C1. Ja. Wie speichert Excel das? Weil dann brauche ich ja gar keine Umwandlung zu machen. Die Spezifikation erlaubt, R1, C1 zu nutzen. Ich bin bis jetzt bin keine Arbeitsbuch begegnet, wo das gemacht wird. Aber ich meine von der internen Repräsentation. Intern wird das mit A1 geschrieben. Ah, okay, das ist das Entscheidende. Also das Ding, Spezifikation sieht prinzipiell im Sparse Matrix vor, mit Redundanzen. Es ist eigentlich ziemlich schrottig. Es ist basiert auf der alten Format und das ist eine Definition für irgendwie Speicherregionen, die man im XML gar nicht braucht. Also R1C1 wäre eine Optimierung für die Verarbeitung in diesem Sinne. In diesem Sinne wäre es keine Optimierung. Weil ich habe nur 16.384 Spalten. Ich habe, wenn wir die Bibliothek starten, erzeuge ich ein Dictionary, die jede Kombination zurückgeben kann. Das ist super schnell in Python. Und das ist klein. Was langsam ist der Regex, der einfach aus egal welche Koordinat was macht, das umwandelt. Hast du schon mal dran gedacht, speziell für solche Sachen so ein C-Modul zu schreiben? Oder vielleicht irgendwas? Komme ich später dazu. Ah, okay. Es ist nicht. Ja. Also, was haben wir jetzt? Ungefähr 10 Sekunden haben wir gesehen, was damit umgeht. Und das andere ist Converting Numbers, also Zahlen. Ne? Also, weil wir denken, dass viele Leute das gern haben. Es einfacher wäre, ich nur Float einsetzen würde. Das wäre sehr schnell. Float ist super schnell von einem String. Aber viele Leute wollen auch Ganzzahlen, also Integers. Deswegen müssen wir was machen. Das ist relativ langsam. Und die Values Only Option, okay, das ist etwas, ich weiß, wenn es funktioniert, im Read-Only-Modus, dann spare ich mich die Objekterzeugung. Okay, so. Das ist, was ich jetzt umgesetzt habe. Wo wir früher bei jeder Zelle geprüft haben, wenn es eine Zahl ist, ob es ein Datumsformat ist, habe ich mal umgedreht. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen einfacher geworden. Ich passe sowieso zuerst an die Stylesheet und kann ich direkt über alle Nummerformats gehen und sagen, also die Styles und sagen, okay, hier ist es ein Datum, dann habe ich einen schnellen Dictionary. Ich kann auch mit etliche tausend Styles habe ich jetzt einen schnellen Lookup. Und ich habe meinen Parser, ich habe nur einen Parser. Ich habe jetzt eigentlich zuerst im Read-Only-Modus schnell umgesetzt, aber da war es mit irgendeinem Caching und gesagt, ach, ich kann das direkt machen, meinem Stylesheet lesen. Also das geht sehr schnell, ich habe eine Tabelle. Und das bedeutet, da ist also diese Gucken, wenn, was für ein Wert das ist wesentlich, also schneller geworden, weil ich mir einfach diesen Schritt spare, ist, dass ich die Nummerformat String
prüfe und gucke, ist das eine vermeintliche Zeitformatierung. Koordinate-Umwandlung. Wir haben einfach den Codepath optimiert. Also wir haben ein Utils-Modul, der verschiedene Funktionen beinhaltet, um mit diesen Koordinaten umzugehen, ob die absolut sind oder sonst was. Eigentlich weiß ich aber in diesem Fall, was ich erwarte. Das bedeutet, ich könnte direkt ein Dictionary-Lookup sparen. Also der Code muss man ein bisschen angucken. Ist die Funktion ist jetzt 3 Zeilen vorwiegend. Ist das also die Arbeit? Was ist das? Okay, ich habe festgestellt, regular expressions, die können relativ langsam sein. Und ich habe festgestellt, dass in unserem Fall der Einsatz von Match und Groups relativ langsam ist. In unserem Fall, weil die Struktur immer gleich ist, die Reihenfolge immer gleich ist, ist es schneller getan mit RA-Split. Dass ich mein Match habe und dann direkt den verschiedenen Teilen aufsplitten. Die Arbeit hat sich nicht geändert, aber es hat sich gelohnt in diesem Fall, weil wir dies bei jeder Zelle machen muss. Ich kann das Ergebnis nicht wirklich cachen. Also das hat ein paar Sekunden gebraucht. So, Zahlen. Hier ist die Methode, die wir noch haben, oder die Funktion, die wir noch haben, in der aktuellen Version. Was ich hier gemacht habe, auch ich hatte für einen regulären Ausdruck, der jetzt geguckt hat, in Dezimalstelle ist oder ein kleines und großes E, ob ein Exponent war, weil so werden die Sachen auch serialisiert. Das ist einfach in Python schneller, die zu prüfen mit in, ob ein Punkt vorhanden ist. Okay, wenn ein Punkt vorhanden ist, ist ein Float. Dann kann ich direkt aussteigen. Das ist eben schneller. Diese Funktion, wenn man es profilet, dauert jetzt ungefähr 2,5 Sekunden. Selbst wenn ich könnte das inline machen, weil man kann sehen, dass es eigentlich ziemlich dumm ist. Ich könnte das direkt in der Methode machen, der die Werte passt. Das würde mich vielleicht eine halbe bis eine Sekunde bringen. Ist ungefähr 1% oder paar Prozent von dem Gesamt. Und ich könnte das nicht so leicht testen. Ich hätte sehr, sehr gern in Python irgendeine Funktion, built-in, der das macht. Klar, werde jedem sagen, ja, du musst aber wissen, ob du ein Float oder ein Zahl. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwas geben könnte. Wie auch immer. Es ist schneller geworden, also der Wechsel von regulärem Ausdruck auf String Parsing war genug. Das hat mich, glaube ich, über eine Sekunde gebracht. Das hat okay, weil das viel hier ist hier nicht so hoch. Egal wie oft ich das nutze, das ist schon sehr schnell, weil int und float sehr schnell sind. Auch wenn diese Funktion versteckt ist, ist das schnell genug. Values only. Ich habe dann, ist es jetzt eingeführt und ist nützlich. Das ist nicht nur okay, ich kann es anbieten und sagen, ja, ich bin schneller geworden, aber nur wenn du dies machst. Viele Leute wollen die Werte in einem Excel-Arbeitsblatt haben wollen. Jetzt hat man die Möglichkeit, das direkt zu öffnen. Und weil ich mein Parse jetzt zusammengeführt habe, konnte ich das sehr schnell zur Verfügung stellen. Und da ich da die verschiedenen die Objekte nicht erzeuge, dann ist mein Speicherverbrauch beim Parsen zumindest geringer, was dann auch im Read-Only-Modus die Objekte werden nicht erzeugt. Also das ist ungefähr die schnellste, das war der beste Schritt, weil ich die ganze, also mit dieser Datei natürlich Millionen Zellen nicht erzeuge. Okay, jetzt, das ist ungefähr das Ergebnis. Anschließend Atomierung, wiederum, also alles unter einer Sekunde wird nicht mehr aufgeführt. Und dann sieht man, dass ich nach wie vor natürlich die Zeit, die ich in Elementary verbringe, das ist relativ viel, das könnte ich nicht anpassen. Aber die anderen Sachen, also die Coordinate Tuple und Split Split, da bin ich jetzt unter 10 Sekunden. So. Der ist nicht viel mehr mit der Bibliothek an dieser Stelle in Python direkt zu machen.
das sind die Zahlen, also da sind wir in etwa durch die Arbeiten, ist nicht unbedingt so leicht, Sie sehen es beim Lesen, bis zu 20%, ja, das kann ja auch, also spürbar schneller geworden, in verschiedenen Python-Versionen, vor allem mit Virtual User Only, da geht man von etwa 70 Sekunden mit dieser Datei auf meinen Rechner auf 55 Sekunden, je nachdem, welche Python-Version. Es gibt noch eins, Marc André hat es vorhin angesprochen, so, hier sind Funktionen, wo ich denke, okay, das ist ein Python, kann ich nicht direkt optimieren. Unter anderem die Sachen in dem Parser, die sehr oft aufgerufen werden, also wenn ich da in einer Datei habe, etliche Millionen Zellen, dann muss parself jedes Mal aufgerufen werden, also ich bin in einem Python-Schleife. Parse-row ist der gleiche. Und diese Umwandlung von Koordinaten und natürlich auch die Umwandlung von Zeilen. So, es gibt Cypherize. Wer kennt Cypher? Okay, die meisten kennen es nicht. Cypher ist eine andere Implementierung von Python. Marc-André wird mich gleich korrigieren, wenn ich das total falsch mache. Von Stephen Behnel, der es einem erlaubt, Erweiterungen in einer abgewandelten Python zu schreiben, die dann auch mit C kompiliert werden können. Das ist für manche Sachen bedeutet, dass man sehr schnell werden kann, mit relativ geringem Einsatz, aber ohne dass man sich in eine neue Sprache einarbeiten muss wie C. Wollte ich aber nicht mit OpenPixel machen, weil eine relativ Stärke von der Bibliothek ist, dass es mehr oder weniger pure Python ist. Wir empfehlen LXML einzusetzen, wenn man große Dateien schreibt, weil da ist eine Optimierung dafür vorhin. Aber mit Cypherize gibt es eine relativ einfache Möglichkeit, eine bestehende Bibliothek, Teile aus einer bestehenden Bibliothek, automatisch statisch zu kompilieren und dann direkt einzusetzen. Ich habe das. Ich habe nicht viel Zeit hier mit eingesetzt, aber ich konnte relativ schnell feststellen, dass die Funktionen, die ich sonst nicht optimieren kann, hiermit relativ schnell über 10% schneller werden. Das heißt, gehe ich von mein letzter Test, da ging ich von 55 Sekunden auf 45 Sekunden beim Lesen-Vergleich rein. Da waren dann natürlich, das ist die Koordinatumwandlung, aber auch die Schleifen innerhalb der Parser werden dabei schneller. Wenn man sich damit beschäftigt, also Cypher erzeugt sogenannte, also PYX-Dateien, die man entweder selber schreiben kann oder eventuell noch optimieren könnte. Es hat auch Unterstützung für Profiling und Testing, weil natürlich, wenn ich das einsetze und lokal laufe, dann, wenn ich meinen Code ändere und das nicht nochmal mache, dann werden meine Tests nicht vernünftig laufen. Ich habe nicht viel Zeit damit gemacht. Ich zeige nur kurz, wie schnell das geht. Man braucht nur im Setup eine Zeile mit Extension Modules Cypherize einsetzen und dann eine Liste der Modulen zu setzen, die man optimieren möchte. Und dann kann man eine binäre Version direkt bauen mit der Zeile unten. Und ich hoffe, dass, ich weiß nicht ganz genau, wie das geht, weil ich stehe sowieso auf Kriegsfuß mit dem mit der Paketverteilung von Python. Aber ich hoffe, dass das irgendwann auch eine Version sein wird für Leute, die das Bibliothek einsetzen, die das lokal einfach so kompilieren können. Ich habe nicht vor, das binäre Versionen zur Verfügung zu stellen, wenn das auch möglich sein wird. Das ist sicherlich auch für andere Bibliotheken oder Anwendungen möglich. So, damit bin ich am Ende. Fragen? Jens? Hast du es denn mal mit PyPy probiert? Ja, PyPy bringt mit der Bibliothek nur geringen Vorteil. Unter anderem, weil, wenn wir lesen, wir sind in einer C-Bibliothek, wir sind in Elementary, das ist ein C. Und wenn wir schreiben, setzen wir LXML ein oder empfehlen wir LXML einzusetzen, oder muss man letztendlich, wenn es ganz groß ist. Und PyPy und Cython, LXML ist in Cython geschrieben, funktionieren nicht gut zusammen. Weil da
da sind zwei unterschiedliche Ansätze. Also PyPy kann man oft einsetzen, habe ich am Anfang nicht erwähnt, aber das ist in vielen Fällen möglich. Mit OpenPixel ist das im Moment nicht zielführend. Würde ich gerne machen. Ich hoffe, vielleicht irgendwann den Shim, den wir geschrieben haben, für die Scheiben und so XML-Strukturen, Pure Python so zu haben, dass die mit PyPy optimierbar ist, dann könnte das eine Option sein. Aber gleicher Ansatz, ich möchte mich nicht allzu lang mit den Details und Optimierung aufhalten. Weitere Fragen? Ja, Ulf. Nur wieder eher anwendungsorientiert. Habe ich das eben richtig verstanden? Bei der Date-Conversion willst du in Zukunft nur gucken nach dem Format? Und das macht man sowieso. Bitte? Das macht man sowieso. Also in XML hast du eine Zelle und da hat ein Wert und das ist immer eine Zahl. Bei Strings habe ich ein Attribut, der sagt, ob es ein String ist. Mhm. Ein Datum muss ich das Zahlenformat anschauen und das machen wir sowieso. Mhm. Was geändert hat, ist, dass diese Lookup früher jedes Mal habe ich die Zelle genommen und gesagt, okay, gib mir ein Zahlenformat, dann habe ich diesen Zahlenformat jedes Mal neu geprüft, ob es ein Datumsformat ist. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, funktioniert, aber dann geht es darum, dass es fehlerfrei läuft. Dann der nächste ist, ich kann das cachen, wenn ich das lese. Dieses Format habe ich schon gesehen, weiß ich, ob es ein Datumsformat ist. Das fange ich jetzt schon ein bisschen früher an, sozusagen, frage ich mich gerade, wie fängst du den Fall ab, der durchaus anwendungstechnisch häufig kommt, dass irgendein Spaßbold hingeht, eine CSV-Datei aufmacht, wo ein Datum als String drin ist. Also ich hätte jetzt gedacht, dass du sehr auf reguläre Ausdrücke in dem String oder so noch prüfst. Oder so. Früher gab es die Möglichkeit, dass du OpenPixel gesagt hast, Guess Types. Und er würde dann die versuchen zu raten. Ich würde das ansonsten empfehlen. Also die Logik dafür ist noch vorhanden. Der kann Prozente und Datum, gewisse Sachen kann er erkennen. Aber eigentlich ist das sinnlos in die Bibliothek. Pandas macht das bei CSV sehr gut, aber das ist richtig viel Arbeit. Es ist viel, viel einfacher, dass der Anwender selber Zeit nimmt, die Dateien anzugucken, sagt Spalte 4 ist ein Datum. Das ist das Problem. Aber gut, also es gibt in der Bibliothek, die Logik ist noch vorhanden, ich habe es nur rausgenommen, du kannst eine Datei öffnen und du kannst den Flag sagen, Guess Types gleich True und dann wird OpenPixel versuchen, das zu machen. Das ist ein riesen Overhead generell zu machen. Okay. Das ist in die Bibliothek reingekommen, weil es sogar in Excel-Dateien der Fall war. Hat der Eric Casoni, der die Bibliothek am Anfang entwickelt hat, da gesagt, ein Kunde gesagt hat, alle seine Sachen waren Strings, deswegen hat er das eingeführt. Aber wenn du die Bibliothek richtig langsam machen willst, lass das Ding anfangen zu erraten, was ein Datentyp das ist. Was neulich dazu gekommen ist, dass irgendjemand eine riesige Zahl nimmt und formatiert das als Datum. In Excel zeigt dir dann nur Routen an. Bis jetzt würdest du immer eine Exception, da würdest du in OpenPixel würde dann sagen, das ist kein Datum und aussteigen. Ich habe jetzt in 2.6, also jetzt in der Beta habe ich rausgebracht, kriegst du eine Warning und die Zelle wird als Fehler formatiert. Du kriegst eine Warning, Zelle so und so ist fehlerhaft, es kann nicht als Datum konvertiert werden. Wert, Serienwert ist so und so, und dann wird das ein Fehler umgewandelt. Einige Leute finden das total krass und sagen, da ist man gegangen. Wir haben nur die Möglichkeit, uns an diesem Format zu orientieren. Und ich gehe davon aus, jemand hat da einen Fehler gemacht. Es ist bis jetzt ich habe ganz wenig E-Mails oder so bekommen, dass es wirklich der Fall ist. Also, ist 9900. Ist das Ende, wenn jemand einen Wert hat, ja, dann hat er geschrieben, ja, Makro hat das gemacht, ja, dann fix doch mein Makro. Ich will meine Bibliothek nicht anfangen, solche Workarounds zu machen. Ich bin kein Fan von Workarounds in Bibliotheken. Dann sollen die Daten
an anderer Stelle korrigiert werden. Was nehmt dann? Ansonsten, nee, also CSV, Pandas kann CSV sehr gut, alle möglichen Rad dreht die Sachen sehr gut. Das machen wir in OpenPixel nicht. Wir haben keinen CSS-Eingang. Das heißt, du bist für deinen Eingang zuständig. Die Möglichkeit ist da. Code ist da, das man nutzen kann. Ich wollte das aber nicht ausbauen. Ich wollte das nicht mehr warten. Das ist verweist. Weitere Fragen? Jens? Wäre es nicht sinnvoll, die Zellen, oder wäre es nicht möglich, die Zellen nur dann zu evaluieren, wenn auch wirklich darauf zugegriffen wäre? Das ist im Read-Only-Modus der Fall. Das Einzige ist, dass du da berücksichtigen musst, die Werte sind zeilenweise gespeichert, du kannst nur zeilenweise auswerten. Manche Leute versuchen dann spaltenweise zu machen und dann ist es grob langsam, weil das immer wieder anfängt, das XML zu parsen. Also nee, ich meine schon, dass das XML geparst wird, die Zellen in deinem Dictionary quasi gespeichert werden, aber die Values bleiben einfach der, was ist das, ein String? Und Nein, das... Das ist einfach unsauber. Das bedeutet letztendlich, bedeutet, dass du eine Property das machst und das wird es dann, wenn du das brauchst, langsam machst. Ich gehe davon aus, wenn die Leute im Read-Only-Modus, wenn die nur gewisse Sachen haben, das ist schnell genug. Im Read-Only-Modus hat mir das auch gemacht, dass es teilweise on the fly konvertiert wurde. Brauchen wir. Das ist nicht der Performance-Killer. Performance-Killer ist das alles für Cell-Objekte zu machen. Habt ihr das alles verstanden? Gut, dann, wenn es keine weiteren Fragen gibt. Ah, voilà, da ist er. Okay, ich habe es wirklich so mehr wie so ein Tutorial aufgebaut, wie man damit arbeiten kann. Ich habe es einfach Epic genannt, kam mir irgendwie Epic vor. Kannst du die Schrift ein bisschen vergrößern? Ja, besser. Okay. Das erste erstmal ein paar grundsätzliche Gedanken zum Thema Daten. Und da ist schon Excel das große Problem. Ich hatte es eben gerade schon zwischendrin gesagt. Excel mischt gnadenlos Logik mit Daten. Weil ich in jeder Zelle halt irgendeine Funktion reinpappen kann, irgendwas überschreiben kann oder halt eben eine Formel machen kann. Und das führt, wie gesagt, wenn man sich damit intensiv jeden Tag beschäftigen muss und die Modelle eine gewisse Komplexität annehmen, irgendwann zu sehr unangenehmen Konsequenzen. Das ist aber eher ein ganz systematisches Problem. Jetzt aber eher mal zu dem, was wir für dieses Thema brauchen, nämlich die sogenannten Pivot-Tabellen oder auch Kreuztabellen genannt. Da brauche ich grundsätzlich erstmal das, was hier genannt ist, TLF-Format, Tidy Long Format. Das heißt wirklich einen ganz klar strukturierten Datensatz. Entspricht auch überhaupt nicht dem, ich bringe gleich ein Beispiel, von dem, was man im echten Leben so normalerweise geliefert bekommt. Ja, was heißt das? Jedes Feature, ja, oder Dimension, wie man es nennen will, die einen Datenpunkt beschreibt, ist als eine ganz klar zugewiesene Zeile in diesem Datensatz vorhanden. Meistens sind das, was man als Feature bezeichnet, irgendwelche kategorischen Variablen. Wie gesagt, ich komme aus dem Anwendungsfall und da hat man dann sowas. Ich habe gleich ein Beispiel, wo wirklich der klassische, kennt wahrscheinlich jeder die Nordwind-Datenbank von Windows mit Produktkategorien, Sales-Regionen und was weiß ich nicht allen. Schon ein Punkt, den man sich überlegen muss, ich sage es auch noch nachher bei den Einschränkungen für das Umgehen mit Pandas und Pivot-Tabellen, habe ich im Datensatz wirklich jede Zeile wirklich einmal, quasi die Indexbeschreibung, die Summe aller Features nur einmal drin. Es ist wirklich ein eindeutiger Index, alle Informationen, die ich habe. Da könnte eventuell später, wenn man da nicht von vornherein drauf achtet, da gibt es aber eine einfache Lösung, die ich gleich nenne, könnte es eventuell zu Problemen geben. Hier steht es bereits, Entschuldigung, habe ich schon gesehen hier, wenn es ein Cautionary Group By, also quasi über alle Indexelemente einmal rübergehen, um sicherzustellen,
dass ein Zahlenwert, der da ist, wirklich nur durch eine einzige Kombination von Features beschrieben wird, dann rennt man in keine Probleme rein. Jetzt habe ich erstmal so ein paar Beispieldaten, typische genommen, wie man sie finden würde. Das wäre halt in den Spalten die Monate drin und hier irgendwelche Angaben, in welchem Store irgendwelche Produktgruppen verkauft worden sind. Denkt man ja, das ist ein typisches Datenformat, das muss ja Tidy Long Format sein, das stimmt natürlich nicht. Das korrekte Format sieht so aus. Ja, gut, das ist, der springt manchmal ab und zu. Nee, ich sehe nichts. Gar nichts mehr? Jetzt kommt er wieder. Okay. Ja, das macht er manchmal. Ja. Heißt auf gut Deutsch, oder auf gut Englisch besser gesagt, wie es hier unten steht, hier unten ist das klassische Problem zu sehen. Ja, bei dem, was man hier oben als so einen klassischen Datensatz sieht, wie man ihn zum Import bekommt, das ist noch nicht gut genug. Warum? Zum Beispiel das Months-Feature, ne, was wir hier in den Spalten drin haben, ist noch in Spalten organisiert und die Metric, nämlich dass es sich hier in dem Fall um Umsatz handeln soll, ist bestenfalls implizit vorhanden. Ja, ich muss irgendwo anders her wissen, dass es sich um Umsatz handelt. Es steht nicht explizit wie hier in dem Datensatz darüber. Ja. Dann das generell zu Daten. Dann die nächste Frage, warum Pivot Table? Wer arbeitet damit nicht regelmäßig? Oh, das überrascht mich jetzt fast. Weil also das ist wirklich so ein Tagesgeschäft sozusagen, sehr häufig angewandt. Es ist halt ein super Tool, um schnell Übersicht zu gewinnen über, wie ich hier geschrieben habe, Large and Multidimensional Datasets. Weil halt häufig in solchen Datensätzen unglaublich viele Feature drin sind, davon interessieren mich nur ein paar. Und darüber will ich die Summe bilden, davon will ich den Mittelwert haben, etc. etc. Also deswegen, Data can easily be hierarchized both along rows and columns. Dann auch ein großartiger Input für Visualisierung, wenn man anschließend Grafiken machen will oder sowas, ja, wird sehr häufig dafür verwandt. Also in Excel gibt es sogar die Pivot-Grafik mittlerweile seit irgendwie 2-3 Versionen oder so, wo man das direkt in eine Grafik einfließen lassen kann. Und sie sind auch häufig, und da liegt eine große Schwäche, der erste Schritt für weitere Datenbearbeitung. Warum das eine Schwäche bei Excel ist, kommen wir gleich noch drauf. Typische Pivot-Tabelle sieht so aus, ich weiß nicht, kann man jetzt nicht allzu viel erkennen, aber doch, geht einigermaßen. Ja. Ich habe also verschiedene Feature in die Zeilen und in die Spalten reingegeben, Excel bildet Zwischensummen. Das Wichtigste ist, was man sieht, ist, in der Pivot-Tabelle sind gar nicht alle Feature, die im Datensatz drin sind, abgefragt. Also nur, wo ich irgendwelche Klicks hier gemacht habe, sind diese Feature überhaupt berücksichtigt. Und hier unten, das sind die definierenden Merkmale von der Pivot-Tabelle. Als da wären, ich habe es hier unten jetzt aufgeführt, erstmal der TLF, also der Tidy Long Format Input, weil sonst funktioniert es schon mal gar nicht richtig. Dann ein Filter Set on the Dataset, das ist optional. Ich kann natürlich auch auf die gesamten Daten die Pivot-Tabelle laufen lassen, aber wir werden es gleich sehen, es ist durchaus praktisch, schnell und elegant Filter zu setzen. Und dann die Features, die in den Reihen angezeigt werden sollen und diejenigen, die dann in die Spalten übernommen werden. Und schließlich dann die Value und wie diese also die Werte aggregiert werden. Denn es ist immer eine Aggregation und ich muss immer nur Aggregationsfunktion mitgeben, um zu sagen, was sehe ich denn da jetzt überhaupt. So. Das erstmal zu dem grundsätzlichen Teil. Alles sehr theoretisch. Dann noch eine kurze Äußerung zum Thema, wo ist Excel wirklich gut? Ja. Das ist wirklich in der Ad-Hoc-Analyse. Das ist der Grund, warum es so beliebt ist. Wenn ich einmal Daten habe, die ordentlich einigermaßen formatiert sind und ich will schnell was wissen, schnelles Point and Click, alles super. Und es aggregiert automatisch. Das heißt, normalerweise, es sucht sich immer eine aus, entweder Summe oder Anzahl normalerweise, der Elemente, die man da in diesen Kreuzungen der Pivot-Tabelle drin hat. Aber es macht auf jeden Fall irgendwas automatisch. Ob es das Richtige macht, muss man prüfen, aber es macht etwas. Wo sind die Probleme? Ganz klarer Fall, die überhaupt beim Tidy Long Format auszukommen. Weil man bekommt Daten in allen möglichen Formaten, aber meistens eben nicht in diesem Format, wie ich es ursprünglich brauche, um überhaupt mit der Pivot-Tabelle anzufangen. Zweitens, das ist der Punkt mit dem anschließend mit den Daten arbeiten. Ich habe es hier irreversible genannt.
Das ist ein dynamisches Format und man kann nicht auf dieses Format wieder mit Formeln Bezug nehmen. Das heißt, ich kann nicht in der Excel-Tabelle weiterrechnen mit den Ergebnissen einer Excel-Tabelle. Nicht so, wie man es normalerweise gewöhnt ist. Das ist ein Riesenproblem. De facto in real life wird das dadurch gelöst, dass die Leute eine Excel-Tabelle sich zusammenklicken, eine Pivot-Tabelle und anschließend ein Copy-Paste-Value in eine andere Tabelle machen und dann mit den Formeln auf der Copy-Paste, also das, was da schon für Unsinn passiert ist, ist unglaublich, aber das ist halt deswegen auch wirklich hier unter den Shortcomings ganz klar adressiert. Weiterer Punkt, wir sehen es nachher an den Beispielen, dass wir dieses Weiterrechnen mit den Ergebnissen, mit allen möglichen Formeln, so gut wie unmöglich. Und schließlich noch, du hattest eben das ganze das Thema Performance, wenn man mit 5.000, 6.000 Zeilen in Excel arbeitet, gar kein Problem. Wenn wir zu den Monstern kommen, von irgendwelchen Transactional Data oder sowas, und wir sind im Bereich von 450, 700.000 Zeilen oder mehr, so viel mehr ist ja mit Excel dann gar nicht mehr drin, dann wird es echt schwierig, besonders, ich habe es hier genannt, VLOOKUP HELL. Mhm. Ich weiß nicht, wer VLOOKUP oder S-Verweis auf Deutsch der Formelname kennt. Das ist so eine Art Join oder wie man das nennen will. Wenn einem Informationen fehlen und man muss den Datensatz anreichern, dann gehen die Leute hin und füllen diese Formel ein und die ist in Excel extrem zeitaufwendig im Hintergrund. Und wenn ich dann eine Spalte mit einem neuen Feature einfüge, um eine Berechnung durchzuführen, die mir bei der Analyse der Daten hilft, ich ziehe dann aber die S-Verweise oder diesen VLOOKUP über 450.000 Zeilen und mache dann eine Pivot-Tabelle da drauf, dann geht Excel total in die Knie. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender Nachteil. Also, Pandas to the Rescue. Ich arbeite jetzt nachher mit so einem Beispieldatensatz, den ich hier kurz gebe. Das ist ein typisches Format, was man an kategorischen Daten bekommen würde. Entweder ein Timestamp, häufig ist das dann, manchmal hat man den Timestamp, manchmal hat man direkt die Darstellung in Year, Month and Day. Date, ich habe es hier immer so Feature 0 Level 1, Feature 0 Level 2, Feature 0 Level 3, also die sind häufig logisch hierarchisiert, das muss man dann selber wissen, das muss man aus der Datenstruktur erkennen können. Feature 1, Feature 2 sind halt irgendwelche Sachen wie, was weiß ich, Sales Representative, ob das eine Promotion war, welcher der Kunde ist, das kann auch ganz anders aussehen. In einem Beispiel aus dem echten Leben beispielsweise wäre wahrscheinlich das auch hierarchisiert zwischen dem Sales Rep und dem Customer, weil jeder Verkäufer einem Kunden normalerweise zugeordnet ist, hier habe ich es halt anders gemacht. Es ist wirklich nur ein Beispiel, ich habe so einen Beispieldatensatz halt von 500 völlig random erzeugten Daten genommen, mit den paar Metrics dann auch drin, hier Units, Price, Weight, einfach um ein paar Daten zu haben. Wenn ich das jetzt hier das ganz normal als Pandas Data Frame dargestellt, können wir schnell drüber weggehen. Ab hier wird es jetzt interessant, hier ist der Datensatz einmal importiert in Pandas, mit der ganz normalen Read-CSV-Formel oder Methode, Entschuldigung. Ja, ich sehe genau den Datensatz, genau wie er hier beschrieben ist. Ja, mit Timestamp, Feature 0, Level 1, Feature 0, Level 2 und so weiter. Weil das in der ersten Zeile von dem Import steht, erkennt Pandas das und sagt, prima, ich erkenne, das soll ein Column-Name sein. Also das muss wohl die Überschrift für die ganze Spalte sein. Und zum Schluss habe ich dann hier die Metrics drin. Wenn ich jetzt den read-csv-Befehl oder die Methode, Entschuldigung, ich bin wieder kein Programmierer, die Methode anders aufrufe und versehe mit diesen wenigen Zusätzen hier, nämlich index-column ist gleich und ich sage ihm quasi, pass mal auf, interpretiere mir bitte nicht die ersten Spalten 0 bis 11 in dieser Range, ja, als Daten, die du importieren sollst, sondern interpretiere die mir als Index. Dann sieht das gar nicht so viel anders aus. Es ist nur fett gedruckt, aber in der internen Darstellung ändert es Welten. Ja? Warum? Plötzlich als wirkliche Daten hat er wirklich nur noch diese und ganz wichtig, bitte ich zu beachten, ist in der Darstellung hier dieser Leerraum. Ja? Dass er wirklich sieht, ich habe, was Pandas nennt, ein Multi-Index-Data-Frame. Ich habe einen Index in den Reihen und ich habe einen Index in den Spalten. Vorher bei dem anderen hatte ich nur wirklich Spaltennamen. Und ich habe jetzt mal die Probe aufs Exempel hier gemacht, nur um das wirklich jetzt für, wahrscheinlich für Programmierer besser deutlich zu machen, nämlich einmal längs
von der Anzahl der Column Names von dem ersten Import, das ist nämlich 15. Da jede Spalte wird gleich einfach als einen Wert betrachtet. Und bei dem zweiten Import, wo ich direkt die Indexinformation mitgegeben habe, nur noch 3. Das ist nämlich genau die 3 Spalten, wo die Metrics drin stehen. Also man sieht schon, die interne Repräsentation der Daten ist völlig anders. Learning, Multi-Index bedeutet, die Features werden nicht selber als Daten mehr gesehen, sondern wirklich nur als Beschreibung der Daten. Das ist eigentlich das wirklich Wichtige. Wir werden jetzt im Nachhinein oder im Folgenden nur noch Stack und Unstack uns angucken. Ich mache darauf aufmerksam, es gibt tatsächlich eine Pivot und Pivot Table Method, aber Stack und Unstack ist unterm Strich viel flexibler. Ich habe einen Link angegeben, wer sich das auch angucken will, aber wirklich arbeiten mit den Multi-Indexes, sehr flexibel arbeiten, tut ein Stack und Unstack. Deswegen im Folgenden die Beispiele damit. Jetzt ein typischer Use Case, ein klassischer Fall. Ich habe diese ganzen Daten, aber das interessiert mich alles gar nicht. Nicht in dieser Summe, sondern ich habe jemanden, der mir sagt, gib mir doch bitte mal raus, aggregiert nach Staaten in den Reihen und gib mir bitte aus das Feature F5 Level 1, ich glaube, das sind die Product Categories. Ja? F5 Level 1, Moment, ich kann es nachschauen. Ja, genau, sind die Produktkategorien. Und ich möchte bitte schön nur die Units haben. Und hier wenden wir zum ersten Mal die Unstack-Methode an auf den Datensatz. Und hier sieht man, dass ich muss eigentlich nur das Argument mitgeben, welches von den Features, was sich jetzt momentan in den Spalten befunden hat, im Spaltenindex, möchte ich hier rüberschieben quasi und möchte, dass es rüberwandert in die Spalten. Und genau das sehe ich jetzt hier. Ne? Das F5 L1 Feature 5 Level 1 steht hier, weil ich es hier oben reingeschrieben habe. Und hat es aber den Rest gemacht, den ich machen wollte. Ja, leider nicht so ganz, weil ich sehe es, er hat noch alle Metriken drin. Metrik 1, Metrik 2, Metrik 3. Ich wollte aber nur die Units haben. Und die Aggregierung über die Länder, das war ja die Aufgabenstellung hier, State in Rows und darüber soll aggregiert werden, sehe ich auch noch nicht, sondern ich sehe wirklich alle Detaildatensätze noch. Also, ist genau das, was hier steht. Erstens, das erste Unstacking macht ein langes Datenformat erstmal breiter, geht sozusagen, packt das in die Spalten rein. Wichtig ist noch der Fill-NA-Parameter, weil es gibt natürlich dann potenziell Kreuzungen in der Pivot-Tabelle, die nicht besetzt sind mit Daten. Und da muss Pandas wissen, was es damit tun soll. Meistens ist man mit 0 gut bedient, weil da kann man dann, also kommt bei statistischen Berechnungen, ist man vielleicht mit dem NA-Wert besser bedient. Mein Use Case ist fast immer 0. Ja? Aber die zwei Fehler, die ich gerade zitiert hatte, ups, alle drei Metriken sind noch im Data Frame drin, in den Spalten, und es fehlt noch die Aggregierung. Wie kriege ich die Metriken raus? Ja? Jetzt gehe ich erstmal hin und vorher beim Import hatte er den Metriken keinen Namen richtig gegeben. Über diesen Aufruf der Namensmethode hier schreibe ich, das ist eigentlich der einzige Unterschied, schreibe ich jetzt hier oben Metrics rein, damit ich nachher weiß, womit ich es zu tun habe. Und jetzt ist natürlich die Annahme, ich kann die Metrics, weil ich sie benannt habe, hier direkt verwenden, und nachdem Unstack das Ding breiter gemacht hat, gehe ich immer davon aus, wenn ich Unstack mache, dass es schmaler macht. Und genau das tut es auch, es macht es sogar so zu schmal, ja, weil ich es auf den ersten Data Frame angewendet habe, wo nur die Metrics drin war. Und wenn ich die Metrics rausnehme, hat Pandas eigentlich gar nichts mehr, was als Data Frame benutzen kann, jetzt hat es eine Series. Ja? Deswegen sieht das hier so ein bisschen wild aus. Learning vom Ganzen, Stacking aller Feature, weil ich jetzt auch Metrics, was als einziges in den Spalten gestanden hatte, auch noch in die Reihen gepackt habe, reduziert den Data Frame in Pandas auf eine Serie und damit auf im Prinzip die geringstmögliche Dimensionalität. Das heißt, jeder einzige Datenpunkt ist eigentlich nur noch durch eine Folge von Indexes abgebildet. Der Test hier, ich gehe mal auf die Länge der Serie, das sind genau 1500, das macht Sinn. Ich hatte gesagt, ich habe ein Random Dataset von 500 kreiert mit den drei Metriken. Drei Metriken mal 500 gibt 1500, stimmt, passt. Jetzt wollen wir ja aber noch
erstmal die eine Metric, die uns interessiert, die Units, das war die M1, isolieren. Und da funktioniert Pandas hervorragend mit der Query-Methode. Also für einen, der nicht Programmierer ist, ist das sehr, sehr gut verständlich, muss ich sagen, was man da machen kann. Weil man gleich, wir kommen gleich hin, wirklich in einer ganz einfachen Boolschen Logik ohne viele Klammern und ähnliches Python sagen kann, was man eigentlich filtern möchte. Jetzt machen wir erstmal den einen Stack aus der Serie, aus dieser Series. Ja? Und wir wollten ja die Produktkategorien in den Spalten haben. Also wieder das Feature 5 Level 1. Und voilà, die Serie ist wieder rücküberführt in ein Data Frame. Und diesmal habe ich in den Spalten nicht mehr die Metrics wie eingangs vom Import, sondern jetzt habe ich hier, weil ich das andere Feature rübergezogen habe, F5 L1 in den Spalten stehen. Habe aber immer noch leider, die drei Metriken stehen. Also für eine Zeile, Reihe für jede Metric. Also was muss ich jetzt noch machen? Ich muss die Metric, die M1 rausfiltern und ich muss immer noch auf den Start, also auf die Bundesländer aggregieren. Hier kommen wir jetzt zu der Query-Methode und das ist wirklich ganz simpel. Der eigentliche Code steht hier. Ja, ich definiere mir vorher einfach nur eine Liste, wo ich die Kriterien reinschreibe. In dem Fall einfach nur M1. Wir haben nachher noch ein komplexeres Beispiel und sage jetzt, bitte schmeiß mir ein Data Frame raus, wo die Metrics nur entsprechend dem sind, was in der Liste, die ich da vorher definiert habe, drin steht. Und sieh da, ich habe hier nur noch M1 drin stehen. Alles andere rausgefiltert. Das ist genau das, was ich haben wollte. Jetzt könnte man natürlich denken, das ist alles sehr, sehr kompliziert. Das hätte ich auch einfacher haben können, weil ich hatte ja vorher beim Importdatensatz M1, M2, M3 in meinen einzelnen Spalten drin stehen. Das stimmt natürlich. Ich kann natürlich auch einfach nur mir diese eine Spalte rausnehmen. Ja? Und dann das, was ich in den Spalten stehen haben wollte, nämlich die Produktgruppierung, auch rüberziehen. Das funktioniert ohne weiteres. Das ist genau das gleiche Ergebnis. Aber vorsichtig, erstens die Aggregation on State Level bleibt natürlich noch. Also ich muss noch aggregieren. Aber vor allen Dingen, das ist der Unterschied hier. Ich verliere die explizite Information, worum es sich handelt. Das M1 ist rausgefallen. Also da muss man aufpassen, deswegen bevorzuge ich den anderen Weg, der ein bisschen komplizierter ist, aber ich weiß immer, wovon ich spreche. Ja, das ist halt einfach, diese Information beizubehalten, lohnt den kleinen Umweg. Jetzt kommt ein ganz klassischer Group By und auch hier wieder, das ist meine Art zu arbeiten, einfach ich definiere mir eine Liste, wo die Feature drin sind, über die ich aggregiert haben möchte, in dem Fall das Feature Länder, ist in diesem Datenbankschema, was ich eben gezeigt hatte, halt Feature 4 Level 2. Das ist genau der Befehl hier. Und sieh da, der ganze Datensatz ist aggregiert über die Länderinformationen und weil ich schon vorher in die Spalten geholt hatte, sind die Produktgruppen gruppiert in den Spalten. Und das ist im Prinzip das Ergebnis, was ich haben wollte. Jetzt kommen die etwas komplizierteren, einfach nur, da können wir sehr schnell durchgehen, nochmal die Query-Methode mit etwas komplizierteren Filtern, damit man besser sieht, wie das funktioniert. Wenn ich beispielsweise nur für den Kunden Customer Care for You, nur in Bayern und in Nordrhein-Westfalen die Ergebnisse haben will, dann brauche ich nur anzupassen, jetzt filtere ich auf Metric M1, ich filter Feature 3, das sind die Kunden, auf Care for You, ich filter auf Bayern und Nordrhein-Westfalen und das stammt daher, weil ich natürlich hier ein Feature filtern möchte für Kunden und ein Feature filtern möchte auf Länder, dass ich auch entsprechend drüber aggregiere. Also packe ich dann in das Kriterium für die zu aggregierenden Reihen genau diese beiden Feature rein. Und das ist für mich eigentlich einer der entscheidenden Punkte von dem ganzen Notebook. Wenn man sich das anguckt hier, das kann man leicht nachvollziehen eigentlich. Ich sehe ganz klar vorher in der Definition, worauf ich filtere und hier ist die ganz einfache in einem String in dem Code eine ganz einfache boolsche Verknüpfung von diesen ganzen Kriterien und das ist das Einzige, was ich machen muss, danach noch den Group By auf diese beiden Feature, die ich habe und sieh da, weil das Filtern richtig funktioniert hat, habe ich nur noch Care for You und Bavaria drin und er hat mir sofort über diese beiden gefiltert.
Das ist also vorab ein bisschen mehr Arbeit, aber wenn man dann flexibel mit relativ wenig Code-Anpassung neue Kombinationen machen will, sehr, sehr, sehr schnell. All das, was wir gemacht haben, waren bisher Dinge, die sehr schnell auch in Excel funktionieren, ehrlicherweise. Also mit diesem Point-and-Click-Pivot-Tabellen-Assistenten sehr, sehr schnell. Das Einzige, wo es ein bisschen schwieriger wird, manchmal, wenn man komplizierte Filter setzt, dann wird das sehr schnell eine Click-and-Drop-Orgie. Aber es funktioniert. Was Excel nicht kann, das hatte ich eingangs schon erwähnt, ist das Weiterarbeiten. Das ist genau das, was ich eben schon einmal gesagt hatte. Meistens gehen die Leute hin und machen irgendwo Copy-Paste von der Pivot-Tabelle und arbeiten da wieder mit Formeln drauf. Und das geht halt wesentlich besser tatsächlich mit Pandas. Ich gebe hier das Beispiel, wo wir sagen, wir möchten mal die Unit-Sales vergleichen, nur zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen. Also sprich, ich muss nicht eine Summe bilden plötzlich, ja, sondern ich muss plötzlich eine Differenz bilden. Summe, das würde Excel gerade noch hinkriegen, das ist unter den Aggregate-Funktionen da. Aber Differenz bilden geht schon nicht mehr. Ja? Also schaffe ich mir wieder einen Datensatz. Ich glaube, ich werde immer ein bisschen schneller, um nicht allzu sehr in Detail zu versinken. Hier findet wieder das Filtern statt, wie oben auch. Measure M1, das waren die Units, das wollen wir haben. Wir wollen nur die beiden Länder haben. Ergo hier wieder die Query drauf. Das heißt, ich habe hier schon grundsätzlich meinen Datensatz. Wenn ich jetzt jetzt will ich noch das Unstacking machen hier. Warum? Weil ich ja die Differenz bilden will zwischen Bayern und, oder zeigen will, wie groß der Unterschied zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen ist. Kriege ich auch hier mit hin. Ich will es nur von vornherein auf Appliances und also Produkte und Produktkategorien haben. Wieder der Group-By, das ist alles genau gleich, wie wir es vorgesehen haben. Jetzt kommt der Teil, was in Excel nicht möglich ist, einfach sehr flexibel sofort über so eine Lambda-Funktion neue Spalten an den Panda-Data-Frame dranhängen, wo man einfach jedwede Formel, jede Berechnung reinnehmen kann. Ich kann hier nehmen, gut, in dem Fall einfach wirklich nur die Differenz zwischen der Spalte, die ich in NRW habe und in Bayern habe, hier nochmal als Prozentformel gerechnet. Aber ich könnte auch mit externen Werten rechnen, ich könnte dem irgendwas anderes mitgeben, da bin ich völlig frei. Und diese Flexibilität, also die gibt es in Excel an der Stelle nicht. Und ich sehe sofort das Ergebnis, er rechnet auch richtig die Werte aus und sie stehen sofort dran. Ja? Das hier unten kann man jetzt, glaube ich, überspringen, das sind nur so zum Verifizieren, dass er auch wirklich hier an den Data Frame die beiden drangehängt hat. Die sind Bestandteil des Data Frames, die kann ich auch, wenn ich jetzt wieder ein Long Format daraus bilden will, sind die mit dabei. Das sind halt alles nur nochmal kleine Verprobungen gewesen. Jetzt vielleicht schon jemandem aufgefallen, weil sowas fehlt normalerweise nicht in so einem Datensatz, nämlich dann, wenn ich schon Units und Price habe, dann habe ich auch irgendwo Revenue stehen normalerweise. Klassiker, habe ich in den Rohdaten nicht gehabt, muss ich mir jetzt ausrechnen. Das würde ich natürlich anhand der Rohdaten machen. Deswegen hier das ganz einfache W2, das ganz oberste importierte Dataset. Funktioniert ganz simpel, einfach Metric 1 mal Metric 2 ist Metric 3 oder Metric 4, Entschuldigung, ja, und ich habe mein Revenue hinten dran und danach läuft alles analog ab. Wenn ich zum Beispiel jetzt den Unterschied, das war hier glaube ich oben die Aufgabenstellung, die ich da fiktiv erfunden hatte, jetzt will ich nicht die Units vergleichen, ich will den Revenue vergleichen, habe ich auf den Rohdaten den Revenue schnell ausgerechnet und muss nur genau den gleichen Algorithmus durchziehen, nur nicht mit M1, was Units waren, sondern mit M4, Revenue, den ich mir gerade dazugezogen habe. Und schon habe ich hier unten genau das Gleiche, nur mit einer neu berechneten Metric. Das wäre in Excel so nicht möglich. Und schließlich, der zweite riesengroße Vorteil, das ist nicht so sehr ein Vorteil von Pandas oder vor allen Dingen nicht von Stack Unstack, sondern das ist nur in Kombination mit Pandas und seiner CSV-Import-Funktion. Das ist im Prinzip, hatten wir das eben schon einmal gesehen bei dem Import, nämlich, dass man direkt beim Input von Daten einen Multi-Index mit importieren kann. Ich habe mal, und das ist halt eigentlich der häufigste Anwendungsfall, dass man also dreckige Daten, Dirty Data bekommt, wo irgendwas irgendwie kreuz und quer miteinander verwoben ist. Und am besten halt eben auch multidimensional. Ein klassischer Fall sind halt, ich hatte jetzt mal Eurostat genommen, da gibt es dann so Export-Feature, wo man alle möglichen volkswirtschaftlichen Daten rausziehen kann mit allen möglichen Dimensionen
Und das war jetzt so einer, hab den da so wirklich völlig willkürlich rausgenommen. Number of teacher personnel per country broken down per taught educational level and sex. Ja, macht nicht unbedingt Sinn, aber wie man aber sieht, man bekommt den Datensatz von dieser externen Quelle so angeliefert. Ja, ich bekomme hier männlich, weiblich, ich bekomme die einzelnen Jahre, ich bekomme hier den Education Level und ich bekomme hier das Land. Ja? So, daraus, aus so einem Ding, wenn man das in Excel importiert, daraus das Tidy Long Format zu machen, da sind schon so viele Mannjahre drauf verflossen, ja? Damit könnte man vermutlich also eine Straße von hier zum Mond und zurückbauen. Und das geht halt super leicht in dieser Kombination Import als Multi-Index zusammen mit dem Unstack. Und ich gebe jetzt hier mal das Beispiel. Jetzt haben wir diesen Datensatz einmal importiert, ohne Multi-Index, so wie man normalerweise einfach nur den Datensatz nehmen. Und da sieht man schon, Pandas versucht intelligent zu sein, weil das sieht, im Index, ich kann da aber irgendwas nicht nehmen, weil das M kommt ein paar Mal vor. Also packst du das M2, M3 dran und so weiter, um einen eindeutigen Index zu gewährleisten. Ja? Aber hier GeoTime erkennt Pandas schon nicht mehr, sieht das als normalen Datensatz an, obwohl es eigentlich eine weitere strukturelle Information für die Daten ist. Ja? Also nicht besonders gut und auch da würde ich mit Pandas sehr lange brauchen, bis ich das Format so hätte, dass ich zum Beispiel eben so eine Pivotisierung drauf machen kann. Eben halt ein Tidy Long Format. Ja? Aber mit einer winzig kleinen Manipulation eigentlich am Excel Import Format, und ich habe es hier wirklich mal farblich rausgenommen, ja? Wichtig ist diese Leerzeile hier, und wichtig ist, dass ich hier und da reinschreibe, wie die Namen sein sollen, von denen ich Pandas erzählen will. Das sind deine Indizes, das sind die Dimensionen, deine Levels von deinem Multi-Index. Ja? Das heißt, wenn ich gleich den richtigen Befehl verwende oder den richtigen Methodenaufruf, dann wird er wissen, die erste Zeile ist ein Column-Index und das ist Sex und das kann die beiden Categorical Features M und F haben. Das ist Time und hier habe ich zwei Spalten-Indizes und das funktioniert genau. Und deswegen ist das ja auch mit vielen Ausrufezeichen versehen. Also ich glaube, das, wenn man mal einen Timesaver braucht, ja, ist das eine, was man mitnehmen sollte, aus diesem ganzen sehr langen Vortrag jetzt, dass man sich damit sehr viel Arbeit sparen kann oder Leuten, die vor Excel verzweifeln, dass man hier Daten sehr schnell in ein besser verwertbares Format bekommt. Und das ist jetzt genau dieser Befehl hier. Ich habe hier sowohl hier, Header, das ist das Entscheidende, dass ich ihm quasi sage, Header 01, das weiß er, in Python-Diktion natürlich 0 und 1, das sind die ersten Feature. Und in den Columns darfst du hier bitte auch 0 und 1 reinnehmen. Und wenn ich jetzt den Datensatz aufrufe, oder was er mir importiert hat, dann sehe ich sofort, er hat die Daten richtig. Ja? Das ist ein Weltenunterschied zwischen dem, was ich hier oben habe, also das kann man sich dann vielleicht nochmal auf GitHub anschauen, und diesem hier. Und hier kann ich direkt jetzt mit Unstack drauf arbeiten. Ja? Das heißt, ich kann hier sofort das zum Beispiel die Jahre in die Reihen ziehen, indem ich einen Stack mache in dem Fall. Ich gebe hier auch das Beispiel. Ja? Also hier ist es Stack Time. Ja, und schon sehe ich hier die Jahre in den Spalten. Und ich habe sofort, wenn das jetzt nicht, das ist jetzt unsauber, weil das ist ein Categorical Feature und keine Metric, ja, aber sei es drum, wenn das jetzt zwei verschiedene Metriken wären, ich hätte sofort dieses Long Format. Und das möchte man haben, um damit sinnvoll langfristig arbeiten zu können. Und also diese Kombination von Multi-Index-Import und dann Stack drauf machen, um Tiny Long Format zu haben, damit kann man Menschen glücklich machen. Und ganz zum Schluss noch die Zusammenfassung. Excel, wirklich unschlagbar für schnelle Ad-Hoc-Analyse. Leicht, jedem, also wenn man einmal mit Pivot-Tabellen verstanden hat, das geht. Ja? Aber ich habe jetzt den letzten Punkt hier vorangestellt. Workload for Data Preparation from Non-TLF Data. Das ist genau der Punkt. Meistens kriege ich die Daten halt nicht in dem Format.
Und dann kann ich mir riesen Umwege, riesen Klick- und Drop-Orgien, also ich habe Leute Nachmittage damit verbringen sehen, dass sie wirklich eine Spalte runter, alles kopieren, Spalte runter, alles kopieren. Ja, das wird von Hand gemacht, sowas in Firmen. Ja? Kann man sich alles damit sparen. Dann Excel Problem Data Size, das war wieder diese VLOOKUP-Hell. Also wenn ich Daten anreichere mit Formeln, die rechenaufwendig sind und so weiter, brauche ich alles in Pandas nicht. Ich mache einmal eine Formel drauf, dann stehen da wieder nur Values drin. Ich habe dokumentiert, was die Formel macht. Das ist die gleiche Formel für alle einzelnen Datensätze. Es ist wunderbar, wirklich im Vergleich zu dem, was an Mist passieren kann, wenn man eine Formel in 450.000 Zeilen einfügt und irgendwo einen Fehler macht. Und genau das adressiert die Kombination aus Python, Pandas oder Python, Pandas kann das alles sehr elegant adressieren. Zum Schluss noch die Shortcomings. Ja, die sind halt auch da, muss man wissen. Ich hatte es schon eben erwähnt, keine automatische Aggregierung. Da sind die Leute erstmal erschrocken. Der Datensatz bei der Pivot-Tabelle, sie erwarten immer sofort, dass es viel, viel kürzer wird. Und da sehen sie plötzlich so, die Daten sind ja immer noch so lang. Ja, ich habe vergessen zu aggregieren. Das ist nur ein Schritt mehr, den muss man halt händisch machen. Das macht Excel automatisch. Dann Multi-Index requires unique combination. Das hatte ich eben einmal erwähnt. Da muss man wirklich einmal vorher ein Group-By über die Kombination, über wirklich alle, über das Tidy-Long-Format, ein Group-By über alle Indizes machen. Sollten dann irgendwelche Dubletten drin sein, werden die durch das Group-By eliminiert und ich habe das Problem nicht mehr. Ja, also das ist so ein Sanitär-Check, den man machen muss, wenn man sich sicher sein will, dass man später mit dem Multi-Index nicht in irgendwelche Probleme reinläuft. Ja? Und was hatten wir noch? Und hier, das ist ein Problem, in das ich selber noch nicht reingelaufen bin, aber wahrscheinlich aufgrund der Struktur der Daten, die ich hatte. Aber als ich das recherchiert habe, bin ich noch drauf gekommen. An einigen Stellen braucht Pandas Sorted Levels. Da gibt es aber auch eine Methode, Sort Level in Place gleich True. Wenn man das ähnlich wie mit dem Group By, wenn man in den Fehler reinläuft, reicht das normalerweise, um den Fehler zu reparieren. Link ist da, um sich das anzugucken, wenn einem das im Detail interessiert. Ansonsten weitere Links noch. Für einen einfachen Einstieg, wenn man gerade aus der Excel-Welt kommt und sich mit Pandas zum ersten Mal beschäftigen will, ich sehe aus Towards Data Science und natürlich hat auch OpenPixel nochmal angegeben, aus gegebenem Anlass. Und das Notebook ist nicht ganz die letzte Version, aber ich aktualisiere das noch, ist auch auf GitHub unter dem Link hier zu finden. Voilà. Soll das dann auch wieder nicht sein. So, ich wollte mal was erzählen, was komplett anderes, überhaupt nichts mit Pandas zu tun, auch nicht mit NumPy, auch nicht mit Data Science. Geht es um eine ganz simple Sache, um Django. Wer nutzt Django? Doch eine ganze Weile, ja. Also es geht darum, warum man halt sich Gedanken machen sollte, wie man die Registrierung implementiert. Also ich hatte schon diese Introduction gemacht. Was hier wichtig ist, ist da unten dieses rote da, das ist EuroPython Society Chair. Ich bin also da kräftig involviert in EuroPython. Tschüss. Und ich muss nur mal los. Okay. Geht darum, dass ich aber auch viel mit bei der EuroPython-Organisation mitmache, unter anderem halt auch an der Webseite rumbastel und die Webseite in EuroPython, wenn dieses Bild ein bisschen merkwürdig jetzt aussieht. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum das jetzt so aussieht, aber ist egal. Das ist ein Screenshot von der Webseite, wie das halt 2018 aussah. Die Webseite ist in Django geschrieben und wir haben ungefähr 5000 User registriert auf der Webseite. Das heißt jetzt nicht, dass wir regelmäßig 5000 Leute dann mal bei der EuroPython haben, aber über die Zeit hinweg, weil wir halt immer die Datenbank weiter kopieren für dieses Jahr, ist das halt gewachsen, haben wir 5000 Leute. Das ist alles ganz... Okay, warte mal, das geht jetzt nicht richtig. Gut, da hat LibreOffice mir mal wieder die ganzen Bilder gekillt, deswegen machen wir jetzt mal eine andere Lösung. Als Office zuverlässiger. Meine Backup-Lösung. Das ist diese hier. So, jetzt müssen wir hier was anderes machen. So.
kann. Nee, größer wird es nicht. Kann man das lesen? Ja, ne? Ja. Gut, okay. Also so sieht das richtig aus. Ja, das ist ja alles ganz schön, wenn man Django hat und dann halt damit alles machen kann. Das hat auch sehr gut funktioniert. Dann haben wir uns kurz vor der Europeisen letztes Jahr, sind wir mal wieder reingegangen in den Django Admin, haben mal geguckt, was denn so los ist und haben dann auf einmal festgestellt, als wir nach einem bestimmten User gesucht haben, dass wir jetzt nicht mehr 5000 haben, also 5000 User registriert haben, sondern auf einmal 30.000 User registriert haben. Und was man schon ein bisschen sehen kann hier an dieser Django-Seite ist, weiß nicht, ob man das erkennen kann, ist ein bisschen klein. Hier sind jede Menge chinesische Schriftzeichen unter First Name, unter Last Name halt auch. Die E-Mail-Adressen, die kommen hauptsächlich von irgendwelchen chinesischen Hostern. Also so qq.com ist zum Beispiel ein ganz bekannter, 163.com ist ein ganz bekannter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die immer solche Zahlen verwenden. Ich glaube, das hat irgendwie... QQ ist telefonbasiert. Das hat irgendeine... Ja. Die Zahlen haben auch irgendeine Bedeutung im Chinesischen. Ja, aber die QQ ist der Vorläufer von WeChat. Ah, okay. Ja, also haben wir uns gedacht, da kann ja was nicht stimmen. Ne? Das ist ja irgendwie merkwürdig. Und was sollen wir mit so vielen Usern? Ja, und dann haben wir uns das mal ein bisschen genauer angeguckt. Wir haben festgestellt, dass also die Namen, die verwendet worden sind bei diesen ganzen Accounts, alle die gleichen waren. Die ganzen E-Mail-Adressen kamen alle aus China. Ist über mehrere Tage ist das Ganze generiert worden. Da hat also irgendjemand einen Bot geschrieben und hat dann halt immer kräftig diese Registrierungsseite bei uns aufgerufen. Hat dann da diese User angelegt. Ist nicht wirklich klar, was die damit machen wollten. Das hörte genauso magisch wieder auf, wie es angefangen hatte. Vielleicht hat einfach irgendein Script-Kiddy da irgendwie was geschrieben und ließ das einfach mal laufen für ein paar Tage und dann sind halt diese 30.000 User zusammengekommen. Das Problem, was wir natürlich dann hatten dadurch, ist, dass die Reputation unseres E-Mail-Servers dadurch gelitten hat. Denn das Problem ist, dass Django natürlich hingeht und für jeden neuen angelegten User eine E-Mail verschickt. Und die E-Mail wird dann halt zu diesen E-Mail-Adressen geschickt, die wir dann also da drin stehen haben. Und ist es häufig so gewesen, dass diese E-Mail-Adressen halt gar nicht existierten. Dann haben diese ISPs natürlich gedacht, okay, da spammt uns jemand, und werden jetzt mal gesperrt. Was denn auch passiert ist, wir sind dann halt in China zumindest bei einer ganzen Reihe von ISPs gesperrt worden. Und es war natürlich nicht so erfreulich und haben wir nicht so viele Leute, die aus China kommen und dann zu Europeisen kommen. Es war also jetzt kein wirklich großes Problem für uns und es wird nach einer Zeit ja auch immer wieder aufgehoben. Aber es hat natürlich bei uns dann halt Last produziert auf den Rechnern und war halt nicht so schön. Ja, was mussten wir machen? Der größte Effekt für uns war natürlich das Aufräumen. Das war sehr zeitintensiv. Wir mussten jetzt diese ganzen User aus dieser User-Datenbank herausfiltern. Es ging über diesen Usernamen, der da verwendet worden ist, ging es dann relativ zügig. Was allerdings viel länger dauerte, war, dass die ganzen Spam-Mails, die ganzen E-Mails, die rausgingen und dann halt einen Bounce zurückschickten, der Bouncer landete bei uns im Helpdesk. Und im Helpdesk ist halt auch eine Django-App, die da läuft, das ist der Django Helpdesk. Sodass dann halt für jede einzelne E-Mail, die zurückkam, bei uns dann halt ein Ticket angelegt wurde. Das heißt, wir hatten dann also auch einige 10.000 Tickets, die dann halt neu da drin waren. Und das aufzuräumen hat dann wirklich gut gedauert. Also wir mussten halt auch in die Datenbank rein und dann halt da jede Menge Sachen aufräumen, was nicht schön war. Ja, warum ist das Ganze passiert? Ganz klar, wir hatten halt auf der Registrierungsseite nicht irgendwie einen Texture oder Capture, dass das Ganze verhindert hätte. Das heißt, es war also tatsächlich programmatisch möglich, neue User anzulegen. Was wir dann gemacht haben, ist, wir haben dann Textures eingeführt. Weiß nicht, ob jemand Textures kennt. Kennt jemand Textures? Ja, die werden halt bei Wikis, werden die ganz gerne verwendet. Funktioniert ganz ähnlich wie diese Captures, die man kennt, wo man halt Google immer unterstützen muss dabei, ihre neuronalen Netze dann halt neu anzutrainieren. Zum Beispiel muss man jetzt in letzter Zeit ganz häufig irgendwelche Textschilder dann halt identifizieren, Fahrräder, die man nicht umfahren darf oder
weiß ich, den Vordermann halt erkennen muss, dann halt also sprich Autos erkennen muss auf dem Bild. Textures sind, funktionieren ähnlich, die fragen aber halt tatsächlich dann Textfragen und dann muss man halt auf diese Textfragen entsprechend antworten, die richtige Antwort eingeben und dann geht es halt weiter. Was man ganz gerne da macht, ist zum Beispiel, dass man halt ein bisschen Python-Code hinschreibt und dann fragt, was dann wohl rauskommt aus diesem Python-Code. Das können einfache Berechnungen sein, da kann man solche Sachen verwenden wie Integer Division zum Beispiel, ist eine nette Sache, die kriegen halt automatisierte Scripts dann halt nicht unbedingt immer hin. Und das haben wir halt relativ schnell eingebaut, das haben wir dann mehr oder weniger vom Konzept her aus Moin Moin übernommen, wo das schon seit längerem verwendet wird. Ja, und das Ganze, was wir dann gemacht haben, also mit diesen Textures, das Ganze nennt man Turing-Test. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Kennt jemand Turing? Ja? Da geht es also darum zu erkennen, ob jemand oder etwas eine Maschine ist oder halt ein Mensch dahinter steckt. Und Turing-Test ist halt genau das, was man hier braucht. Man muss nämlich verhindern, dass es automatisiert halt über diese Registrierung dann möglich ist, solche Accounts zu generieren. Und über diese Textures kann man das relativ elegant machen. Ist auch nicht zu schlimm für die Benutzer, dann halt diese Sachen dann mal eben zu lösen. Bei dem Python-Wiki verwenden wir das schon seit Jahren. Es funktioniert extrem gut. Es funktioniert interessanterweise auch mit vielen Menschen, die engagiert werden, um zum Beispiel Accounts dort zu erstellen. Es gibt eine ganze Reihe Firmen, die halt solche Clickbait-Sachen machen oder die halt SEO machen und die dann versuchen, den Python-Wiki Accounts anzulegen, um dann darüber dann wiederum Seiten anzulegen im Wiki, dann um halt bessere SEO-Rankings zu kriegen. Und das haben wir damit also ganz gut eigentlich umschifft. Ja. Kann ich halt nur jedem empfehlen, das so zu machen, solche Textures da unterzubringen. Textures haben den großen Vorteil, dass sie halt nicht nach Google gehen und dass dann halt die ganzen Daten auch immer auf dem Rechner bleiben. Es kann ganz leicht lokal programmiert werden, es ist nicht groß aufwendig. Man muss einfach nur eine Regel eingeben und dann halt eine Regular Expression, was die mögliche Antwort ist auf diese, für diese Regel oder diese Anfrage, die man da hat. Und schon hat man das ganze Thema erledigt. Das war es auch schon. Was auch gerne deine. Okay, ich wollte kurz über Bitbucket Pipelines sprechen. Kennt jemand die schon? So. Monokultur, ihr kennt aber alle das Wort, ne? Wer nutzt welche Repo-Dienste? Welche, wenn ihr ihr Code irgendwo abspeichert, wo speichert die ab? GitHub, ne? Also, und wer nutzt CI, oder Continuous Integration, Code-Analyse und so weiter? Und was nutzt ihr dafür? Office. So, da haben wir Monokultur. Travis? Nee, GitLab. Ja, aber viele Leute sitzen einschließlich auf einer Plattform, GitHub und dann Travis. Monokultur ist per se gefährlich. Wissen wir aus der Natur. Ich, weil ich sowieso Mercurial einsetze und damals habe ich mich für Bitbucket entschieden, kann ich diese Sachen sowieso nicht nutzen. Vor ein paar Jahren hat Atlassi, das ist die Firma hinter Bitbucket, Pipelines rausgebracht, wo dann auf ihrer Server die Sachen laufen. Mittlerweile kann man auch auf Bitbucket Git Repositories einsetzen, daher kann man zum Beispiel auch, soweit ich weiß, Travis da einbinden, weiß ich nicht, andere Sachen schon. Daher, ich will das nicht bewerben, ich will es nur bekannt machen, dass es andere Möglichkeiten gibt. Natürlich Microsoft hat mittlerweile GitHub gekauft. Ich sehe das nicht unbedingt, dass das bedeutet, dass man künftig GitHub nicht benutzen kann. Die haben jetzt sogar einige Sachen kostenlos gemacht. Die werden aber das ein Grund gemacht werden. Kann sein, dass irgendwann gewisse Sachen nicht in der Form gibt, die man haben möchte. Bitbucket Pipelines, kurz, ist ein Docker-basierter CI-System. Ist es relativ einfach zu benutzen und man hat als Benutzer auf dem kostenlosen Konto 500 Minuten pro Konto pro Monat, was auf OpenPixel in der Regel ausreicht, es sei denn, dass wir einen Sprint haben, wo ich dann sehr viele Sachen laufen lassen. Und ist es auch einsetzbar für privaten Konten, was bei GitHub und Travis, soweit ich weiß, nicht ohne weiteres möglich ist. Okay.
hier ist ein Sample, ein Schack, YAML-Datei, wo alles abläuft. Hier, das meiste ist eigentlich damit befasst, wie ich die Werte für Coveralls massiere, damit Coveralls, der eigentlich nur mit Git arbeiten will, auch akzeptieren will für mein Mercurial Repository. Weil ich möchte auch gern wissen, dass mein Repository 95% Coverage hat. Da habe ich mich schon an gewissen Zeit damit auseinandergesetzt, bis ich das so weit hin hatte, vor allem mit Coveralls selber. Aber im Grunde genommen schreibt man, ja, wie gesagt, Pipelines, gewisse Schritte. Dokumentation ist ein bisschen mau, aber es wird ausgebaut, es ist relativ einfach zu installieren. Schreibt man dann auch in seinem Repository bitbuckets-pipelines.yaml, wird das automatisch ausgeführt, wenn man es aktiv hat. Es gibt andere Dienste, damit man einklicken kann für verschiedene Analysen, dort sich Code-Analyse, gibt es auch im Ökosystem auf Bitbucket. Finde ich gar nicht schlecht, ich finde es auch gut, dass man die Möglichkeit hat. Es ist Docker-abhängig. Also ich habe mich schon mehr geflucht, als ich mein Docker-Image aktualisieren wollte, weil es gibt kein Docker-Image, der eigentlich alle Python-Versionen installiert für Linux. Wenn ich ein FreeSB-System hätte, wäre es auch kein Problem. Auf FreeSB oder macOS kann ich sehr leicht alle möglichen Python-Versionen installieren, vor allem auf BSD. Auf Linux scheint das irgendwie keine gewollt. Irgendwie habe ich so weit hinbekommen. Das ist mein Fall, kann ich mich darüber jammern. Das ist natürlich auch ein Grund, warum vielleicht man Travis oder CircleCI oder sowas einsetzen will. Die können sich damit auseinandersetzen. Für viele wird man einfach ein bestehendes Image nutzen können und sagen, setz das bitte ein. Das wird auch effizient gecached. Läuft recht gut. Neu gibt es auch Support endlich für Pull Requests. Funktioniert im Moment bei mir nicht. Wahrscheinlich habe ich das falsch konfiguriert. Es gibt andere Dienste, werde ich mir noch angucken. Werde ich auf jeden Fall zunehmend wird es wichtig, dass Code durchleuchtet wird gegenüber Angriffe. Bei OpenPixel haben wir jetzt auch Unterstützung für Diffused XML bekommen, weil man kann Excel-Dateien bekommen. Excel-Dateien sind nicht anders als eine ZIP-Datei mit XML drin. Es gibt XML, die man vergiften kann und die mit vielen Bibliotheken dann auch problematisch sind. Dafür gibt es Bibliotheken, die etwas langsamer sein können, die aber diese Probleme nicht haben. Und es ist nicht schlecht, wenn ab und zu das Code, das man einsetzt, von einem Penetration-Test oder Code-Sicherheitsdienst überprüft wird. Das System hat kein Debugging, das heißt, schreibt man den Datei, das gibt es eine ganz einfache Prüfung, Syntaxprüfung, aber ansonsten muss man hoffen, dass es so funktioniert. Perfekt ist es bei weitem nicht, aber für mich funktioniert es und ich schätze wirklich, dass es im Hintergrund läuft. Da bekomme ich dann ab und zu eine E-Mail, dass ich etwas gepusht habe. In der Regel bin ich das, das nicht funktioniert, dass der Test nicht funktioniert hat. Obwohl ich auch die Tests natürlich lokal laufen lasse, kann ich aber hier über fast alle Python-Versionen, die relevanten, alle Tox-Kompilationen leicht laufen lassen. Die laufen in ein paar Minuten, kriege ich meine E-Mail. Und es gibt eine Python-Bibliothek, der das YAML interpretieren kann und soweit ich weiß, auch könnte man in eigener Umgebung das laufen lassen. So, nur ein Grund, ab und zu ist es wichtig, dass man guckt, ist das, was ich nutze, das Beste für das, was ich will, gibt es andere Möglichkeiten. Ich will niemandem dazu sagen, okay, das Bitbucket, ich mag das okay, ist nicht gut, wenn nicht, bleibt, wenn ihr was habt, womit ihr zufrieden seid, bleibt damit. So, das war ein Lightning Talk. Das war knapp über 5 Minuten, muss mal schneller werden. Wer kennt Twine? Ja, das ist die ganze Pakete, die auf PyPy laufen. Die hat man früher mit Setup Tools hochgeladen oder per Hand hochgeladen. Und jetzt haben die Python Packaging Authority hat Twine rausgebracht. Und jetzt, wenn man etwas hochladen will, sagt er, jetzt sollst du Twine nutzen. Okay, kann ich nachvollziehen, die wollen Verbesserungen machen, aber ist ein bisschen wie vieles im Packaging in Python etwas sehr unpythonic. There should only be one way of doing things, bei weitem nicht. Und ich habe ein paar Probleme damit gehabt und ich dachte, ich zeige einfach ganz kurz, wie ich das mit dem Pixel mache. Ich mache ein S-List,
Ich könnte daraus, mittlerweile weiß ich, dass ich ein Pip, ein Wheel daraus machen kann. In Windows kann ich direkt mit Setup kann ich ein Wheel machen. Nee, ich kann mit Wheel was machen, aber wenn ich nicht in Windows bin, muss ich Pip benutzen, um ein Wheel zu erstellen. Oder könnte ich ein BDIS machen, aber BDIS macht nicht, was ich mache. Also, wie auch immer. Ich kann aber, ganz wichtig, bei Twine kann ich einen Test-Server geben, wo es hingeladen wird. Und wir werden alle dazu angeregt, die Test von PyPy.org zu benutzen, was letztendlich nur ein anderer PyPy-Server ist. Aber weil ich mindestens einmal eine Version rausgebracht habe, die fehlerhaft war, habe ich gesagt, okay, ich werde jetzt daraus lernen, dass ich das vorher teste, dann mache ich das. Das Schöne daran ist, dass wenn man sieht, Twine Upload-R, ich kann meine Repositories nennen, das heißt, ich muss nicht immer das verfluchte URL tippen, um da einen Test zu machen, weil je aufwendiger ist, desto weniger werde ich das tun. Jetzt sieht man aber im Pip-Install, ich habe keine Unterstützung für Kurznamen, da muss ich dann die Index-URL, das ist test.pypy.org/simple, übergeben und ich muss zusätzlich die extra Index geben für die Sachen, die nicht auf dem Test-Server sind. Also könnte einfach sagen, aber so mache ich das, so funktioniert das, so kann ich schnell sicher sein, okay, das, was ich hochgeladen habe, kann auch letztendlich benutzt werden. Würde man hoffen, dass die Test das funktioniert, aber wie gesagt, der Distools, Setup-Utils, Distributors oder wie auch immer, das funktioniert nicht, finde ich, nicht so gut, wie es sein könnte für Leute, die nicht das regelmäßig machen. Und das sind die meisten von uns, die was entwickeln. So, dazu, was habe ich denn jetzt da? Ach, was habe ich denn da? Was habe ich denn da? Ja, okay, so sieht es da aus. Und dafür habe ich zusätzlich mein Home-Verzeichnis. Ich habe ein Config-File für Python PyRC, wo ich diese Repositories definiere, mit den URLs gegebenenfalls, mit dem Usernamen und mit dem Kennwort. Twine unterstützt auch mit dem Key-Chain, kann er auch die Kennwörter speichern, aber so löse ich das Problem. Und ich wollte das nur zur Verfügung gestellt haben, weil mittlerweile kann ich auch mit den Notizen, mein Cheat-Sheet, das im Grunde das ist, weiß ich, wie ich das mache, wenn ich alle 6 Wochen oder so eine Version rausbringe. Ja, Jens. Statt dem Testserver könntest du ja auch hingehen und eine Versionsnummer mit RC oder sowas machen und die dann mit pip install pre installieren. Dann ist es der offizielle Server, aber dadurch ist es halt kein... Ja, aber warum will ich da offizielle RCs rausbringen, wenn ich nur letztendlich... Also ja, das ist halt ein Release-Kandidat und wenn der funktioniert, bringst du die echte Version. Ja, nee. Finde ich besser, die auf den Testserver zu laden, anschließend zu löschen, vor allem wenn es Probleme gibt. Also das ist, da eigentlich komme ich mehr oder weniger im Kreis. Also was ich gerne, Twine macht viele Sachen falsch, wollte ich aber nicht eingehen. Zum Beispiel, er lädt die Sachen hoch und dann erst nachher sagt er, dass er dich nicht, wenn du das Kennwort falsch hast oder sonst was, dass du was Falsches machst. Wäre super eigentlich, wenn Leute sagen, ja, wir machen Python besser, dass irgendjemand sich die Mühe machen würde, eigentlich das Packaging wirklich anzugucken aus User-Sicht. Aber das war's. Fragen? Ich kann dieses Code natürlich gerne zur Verfügung, wenn man es möchte, aber das ist nur, wie ich das mache. Ich glaube, was einfach gut ist, die Kurznamen für den Server nutzen zu können. Das ist eine Verbesserung, aber naja, ansonsten muss man das halt nutzen. Gut, dann sind wir fertig.